Fahrt Richtung Ruhrpott West. Ich bin rausgegangen. Aber ihr wollt es ja nicht, weil Lami sich wieder gegen die Menschheit stellt. Ihr könnt das ruhig machen. Ihr könnt das ruhig machen. Immer ihr. Aber warum denn nicht? Da geht mir so auf den Sack. Ach, leck mich im Arsch. Ah, leck mir die Arschritze runter doch. Richtig. Ich kann das im Moment wirklich nicht. Warum nicht? Für dies? Weiß nicht. Ich fühle das gerade nicht. Gut, dann nicht. Du fühlst ich glaube, hab das wieder zu viel gespielt. Gut, dann leck mir doch die Falle. Titel, komm, ich ändere Titel jetzt. Was ich ändere? Spontan-Golf. Joni, mach Streamen. Ach, ist so. Oh, mach. Ja, ehrlich, ist an. Tja, herrlich. Ihr könnt auch Themenvorschläge für den Podcast morgen reinwerfen, schon mal. Mhm. Oder? Das wär's, ne? Ich habe sogar ein Anfangsthema, ja. Ja. Ihr könnt das auch bei Lami in den Discord schreiben, ne? Ja, in Discord. Ihr könnt es mir auch per E-Mail schreiben. Per E-Mail. Auch, per Brief. Per E-Mail ist es doch. Kann auch kurz meine Adresse liegen. Hey? So doof? Ach ja, ne. Also, warum ist denn das Spiel so am Laggen bei mir? Ja, weil du keine Grafikkarte hast. Aber Lami, hast du auch bei Lucky? Es läuft momentan wie ein Stück Scheiße. Wie ein, also wirklich das also letzte Mal. Ich denke immer noch. Ich bin 30 Jahre in der Wand drin. Deswegen, ja, Junge, deswegen Alter, ihr habt krass, mich IC oft gefragt, Lami, wieso fährst du mittlerweile so langsam? Das ist die Antwort. Das ist die Antwort. Weil, wenn du schnell fährst, dann ist das noch ekliger alles. Opa, super, nass. Ich hab also, aus dem Tutorial nicht besser, oder? Ne? Irgendwas ist hier. Ach. Mit dem noch ach. Feststellen, wir sind gerade im Volcano drin. Egal, ist die neu? Oder ist ja, die, ja, ist die ist neu, irgendwie. Oh, geil. Ja. Hm. Das Christkind kommt rein. Ist weil das im Aber machst du noch einen Schlag oder? Jetzt mach doch mal halblang, weißt du? Ach komm, leck mir die Nüsse. Ey, was ist denn mit dir? Oh! Ach, das ist immer so entspannend. Ich mag das Golf, ne? Hast du heute gecringed, Erbet? Ein bisschen, ja. Ey, guckst du, also da merkt man auch, also guckst du doch an, also was guck dir das VOD an. Ich würde es mir auch nicht angucken, ne? Aber anscheinend guckt man sich das ja an. Erstmal nimmst du die. Ja, gar nichts mache ich, ihr könnt mich mal wirklich. Also der Lami ist so ein Kettenraucher geworden mittlerweile. Boah, Junge. Das ist wirklich schlimm. Ja, das glaube ich. Das ist, wärmt das wirklich. Es sind ja aber keine Zigaretten, mein Gott. Oh, super, was, ey? Ja, weißt du, ja, leck mich im Arsch. Genauso schnell. Ein theoretisch kannst du auch morgen vom Auto überfahren werden und dann. Ach, das, super. Das, ach, nein, das sind immer so, die gleichen Ausreden. Das sind die Sucht-Leute, die das sagen. Nein, aber Geld ist morgen auf der Straße so. Verlieren, dann gehe ich ins Casino. Ach, ja, der eine gibt sein Geld für Casino aus, der andere für Zigaretten, der andere für... So verdiene ich's. Ach so. Hast du auf Monte gemacht, oder was? Ja. Die streamen das auch morgen. Oh, hast du einen Deal? Einen großen auch? Gut. Habt ihr Themenvorschläge bekommen? Oder nicht? Nee. Danke für die tolle Unterstützung hier an der Stelle. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich auch. Nee, das ist ja eigentlich nur, die meinen es sehr gut mit uns. Sie wollen uns die Freiheit, du Arschloch, lassen. Muss mal der mir mitgenommen, was, ey? Ja, wie gesagt, was ich mir vorhin überlegt habe, die erste Folge, die ja dann jetzt bald kommt, ne? Ja.
ihr müsst ja auch daran denken, es wird den ein oder anderen geben, natürlich selten, aber es wird den ein oder anderen geben, der random auf diesen Podcast stoßt. Ne? Und, ich glaube, das sind einige eben. Random. Ich kann es nämlich nicht vorstellen, dass alle wir müssen alle uns in der ersten Folge nicht. Vorstellen. Das ist Pflicht. Haben wir nicht. Eben. Keine Schläge übrig. Naja, gut, du kannst sagen, ich bin Schutze und... sowas halt. Du musst ja jetzt nicht deinen Namen sagen und deine Adresse. Die wollte ich eigentlich auch, ja. Ich wollte Ausweis auch in die Kamera zeigen. Weißt du, welche Kamera eigentlich? Business Class. Business Straße, ey. War auch mein Gedanke, siehst du? Siehst du? Lami mag ja gar nicht fliegen. Das ist auch, wohin? Angst. Ja, woher weißt du das? Ich kenne dich, ich höre dir zu, wenn du sprichst. Das ist lieb, das ist lieb. Aber warum geht es ums Fliegen jetzt? Wo, ja, weil wir gerade über Business Class gesprochen haben. Ach so. Ich dachte gerade, wo fliegen wir denn jetzt hin? Oh, ich bin so schlecht. Ja, das ist aber auch Malle. Tricky mit der Tricky. So, auf Malle, boah. Ganz sicher nicht. Aber mal ist so ein Ding, das brauche ich nicht, ne? Nee, ich auch nicht. Also, es gibt bestimmt schöne Flecken, aber für mich ist dieses, diese Insel irgendwie durch diesen Ruf komplett kaputt, ne? Kaputt. Da gehe ich lieber an die Côte d'Azur. oder dann doch Sankt Martin. Hä, wo muss ich hin? Was labern wir wieder für eine Scheiße? Wo muss ich hin? Gut. Wirklich schlecht gemacht. Kann man nicht anders. Ach da. Kann man nicht anders. Physik. Physiotherapie? Wart ihr schon mal bei einer Physiotherapie? Die hat sich angefühlt, mal richtig durchgekriegt. Boah, Junge, es war richtig krass. Richtig krass. Ey. Wir dürfen jetzt gar nicht mehr reden. Wir müssen jetzt stumm sein, weißt du? Warum? Ja, eigentlich nicht. Ja, weil die Themen werden ja jetzt weggenommen. Ja, wir nein, dürfen ich meine nicht mehr... Themen für den Podcast morgen eigentlich. Das ja, aber wir dürfen jetzt, Jonny hat schon recht, wir dürfen auch allgemein nicht mehr reden. Dürfen wir nichts? Ja, dann gar nicht doch mehr reden. Ja, dann leck uns doch am Arsch. Super, ja. Oh, das war gut. Ey, Jonny, wir sind doch gut. Schon alle drin, weißt du, du bist allein. Gut gedacht. Gut gedacht, hat mein Lehrer gesagt, gut gedacht. Ne? Oh, Thema Lehrer, da kann man auch so lange drüber reden, glaube ich. Oh, also bitte. Ich wurde gemobbt und das kann... So, mir, ja, mich aber ein, nein, mein Religionslehrer hat mich an den Ohren gezogen, das ist Körperverletzung. Hast du angezeigt? Ah, ja, so ein richtiger, geil. Weißt du, so ein Lehrer von mir hat gesagt... Ein Lehrer von mir hat mal gesagt, dass er meine Frisur weird findet und so, also der so... Was haben die das zu entscheiden? Es gab aber einen Junge, der Ohrringe getragen hat. Ja, ne? Ja. Ah, der wurde nach Hause geschickt. Nein. Weil er Ohrringe getragen hat. Das ich hatte ich damals auch einen Ohrstecker, ne, und da wurde erstmal gefragt, ob ich schwul bin, weißt du? Ja, super. Vom Lehrer, oder? Nein, aber von allen anderen. So, ja, aber das ist ja das Erlebnis. Das stimmt, das wirst du, also, unglaublich, was soll ich dir sagen? Da hat Lami wirklich den... Ja, der Ring. Nee, es war ein Stecker. Ich würde das auch immer noch machen. Ja, warum nicht? Warum nicht? Aber ich hätte Bock auf ein Piercing jetzt auch. Nee, aber Tattoo ist ein gutes Thema. Lami ist ja quasi voll tätowiert von oben bis unten. Sogar sein Gemächt ist, oder? Aha, du weißt du, jetzt liegt das doch nicht. Das hat er live und wie entscheidet man sich, ein Tattoo wirklich zu stechen? Ich hätte da Angst, es ist was für immer. So, ich muss es mir gut überlegen. Du kannst es mich fragen, fragst mich doch einfach. Und los. Ey. Morgen keine Themen mehr. Gut, bei mir läuft erstmal Werbung bei YouTube, weißt du? Nee, man, ja, ich habe hier Musik über YouTube laufen. Ja, das ist. Ja, wer hat denn YouTube Premium? Aber das ist ein anderes Thema. Diese Frechheit, so weiterreden. Nee, was ich sagen wollte, du musst dir natürlich, also wenn du Bock auf ein Tattoo hast, wenn du das so langsam merkst, so ja, langsam hätte ich Bock, dies, das, dann musst du natürlich. Überlegen erstmal, weißt du? Und ich du musst Bock. Dir. Okay, das ist schon mal gut.
Also, in welche Themenrichtung geht es da? Ja, geht ich will es halt da sowas, dass ich meinen Enkeln später sagen kann, guck, das habe ich gemacht, das hat die Bedeutung. Das ist ein Fehler gewesen. Ich will wirklich, dass jeder Strich auf meiner Haut, die da reingestanzt wurde, dass sie da wirklich einen Sinn hat. Mhm. Weißt du? Einen Sinn, weißt du? Was hat denn schon einen Sinn, weißt du? Ja, so ein Thema ist für mich schon was Intimes. Also ich kann dir mein Tattoo erklären, ne? Ich habe diesen Wolf, ne? Also über das Sido-Tattoo brauchen wir nicht reden, das muss ich nicht, nee. Warum, das finde ich gar nicht schlimm. Erzähl doch mal. Schlimm finde ich es auch nicht. Ich finde auch toll. Ohne Kack. Halt, wollen wir heiraten? Nein, ich finde, ohne Kack, ich habe auch das letzte Lied gehört, was er da gemacht hat. Das eine, da Sterne. Das ist sehr traurig. Sterne und Sterne. Das ist sehr schön. Und ich finde den auch sympathisch. Der macht nicht nur Ficky-Ficky-Texte. Natürlich. Die Person, die polarisiert in alle Richtungen, kannst du natürlich sagen. Ah, das macht mich auch glücklich gerade. Ich mag den gerne. Nee, der ist auch ein Lieber, bestimmt. Ist er nicht, ja. Natürlich absolut ein Junkie und anders kann man es gar nicht sagen. Ja, natürlich, aber so stürzen halt viele ab, ne? Themenvorschlag habe ich. Morgige Alarmübung. Was? Ah, super Sache. Dann das cringigste RP, was ihr, also Alarmübung finde ich schon mal ein geiles Thema, ich, weil dann habt ihr live dabei seid ihr nämlich, ist um 11 Uhr morgen bei mir, also wird es schon vorbei sein, wenn wir machen. 12. Dann das cringigste RP, was ihr je betrieben habt. Oh nein, darüber welche rede ich RP-Rollen nicht. RP-Rollen traut ihr euch nicht zu, findet ihr aber interessant. Geil, geile Thema, finde ich. Kürten, der hat wirklich, der weiß, wo der Stecker sitzt. Lieblingsserien und Filme. Da kann Lam ja wieder gut mitreden. Das stimmt. Und Diskussion über die coole Community kenne ich gar nicht. Super. Gut. Und wieso Kürten der coolste von allen ist und Bann ist Ross? Wer? Warum Kürten der coolste ist? Hufflepuff oder auch Hufflepuff, wie man es in der anglizistischen Sache sagt, war auf dem Sido-Konzert und sie ist eine Sie, glaube ich. Mhm. War saugeil. Melde dich per PN. Achso. Ja, das glaube ich. Konzerte bin ich sowieso. Nein, also Konzerte allgemein jetzt nicht nur Sido, aber das ist eh Bombe, ne? Das meiste. Ja. Obwohl, ich bin ja wirklich nicht so der Tänzer dabei. Da gehen die Leute ab. Ich stehe da eher wie so ein Stock in der Landschaft. Weil ich, aber ich glaube, also ich bin auch so, aber ich glaube, da komme ich schon so ein bisschen, zumindest so ein bisschen. Lami, weißt du? Nein, nicht weit, aber ein bisschen. Aber, ja. Oh, mittlerweile bin ich auch so. Mir aus der Seele. Warum kann man nicht sitzen beim Konzert? Natürlich kann man das. Das verstehe ich. Nein, also bei den Konzerten, wo ich war, Junge, bei welchen Konzerten kann man denn sitzen? Jedes. Es gibt überall Sitzplätze. Beim Berliner Streichkonzert vielleicht, aber nicht beim bei Rock'n'Roll. Okay, aber also bei jedem fucking Rap-Konzert kannst du sitzen, ne? Also wo kannst du denn bei ACDC sitzen, Junge? Also wirklich. Hey, Stuttgart, die Porsche-Halle, die haben alle Sitzplätze. Das ist ganz normal. Komm, ich gehe in die Bugatti-Halle. Ey, also jetzt Leute, was ist daran komisch? So, noch eine Frage. Wann schaltet Gimblex den Stimmverzerrer ab? Ja. Und dann und aus. Ich mache jetzt mal meinen kurz aus. Ja. Ich mach einen. Kann überall sitzen. Ed Sheeran Konzert war auch Hufflepuff. Boah, Junge. Boah, stell ich mir auch geil vor. Ja. Vor allem, der hat ja jetzt so ein Drehding, ne? Das heißt, man kann den auch immer mal sehen, weißt du? Also, finde ich. Ja, der hat wie, so ein wen kann man der sehen? Der kann sich so ja, sehen. Der dreht sich so. Was hat er? Ja, dass der halt so sich in alle Richtungen alle Fans bewegen kann, weil er sich so dreht. Geil. Das ist halt echt geil, ne? Aber ich sag euch, ich würde eine Panikattacke bekommen mit den Leuten. Warum? Wenn du da bei Ingrid fast im Schritt hockst, wenn die da neben dir tanzt, da habe ich keine Lust. Ja, erste Reihe Typ bin ich auch nicht mehr, ne? Das kann ich auch nicht mehr. Aber ich würde eigentlich gerne mal. Ja, halt, wir gehen. Zusammen. Aber es gibt überall Sitzplätze, das ist kein Scherz. Ja, okay. Ich komme da doch nicht hoch, was soll denn da? Warum explodiert das denn? Oh! Sitzen geht ja ultra klar. Ja, ist klar.
Also ich bin drin, wollte ich euch mal kurz. Ach, ihr müsst komm. Ins Loch in der Mitte, müsst ihr rein. Das ja, ist schon klar. Ich gehe rein in das Loch. Weil ihr nicht gescheckt habt. Ich hab's natürlich geschafft. Nee, ja du. Aber was mit der Rampe? Du musst erstmal auf dieses Ding. Genau, Gimbalex macht's vor. Und sag hoch. Also, das ist ein Scherz jetzt. Ja, und jetzt mit Vollgas durch. Ich habe auch keine mehr. Das war ein Scherz. Ach so. Ach so. Guck. Das war richtig. Ja. Ach was. Ach, ich sag euch eins. Das Gute bei Sitzplätzen ist, da kannst du rein theoretisch halt auch aufstehen, wenn du willst, ne? Hast du ja, alles nee, in einem. Nein, sag bloß, wirklich. Mhm. Ja. Boah. Nein, ist es nicht. Da stehen viele auf, aber... Na, du hast ja, das ist Cheating. Von Sido, ne? Ja. Wiese, hast du jetzt mittlerweile einen neuen Künstler, wo du sagst, der muss nein, auf nein, meine Richtung... Nein, auf jeden Fall nicht. Nein. Nee, aber ich glaube, das bleibt dabei. Warum? Na, Sido ist so ein Kindheitsding, hat mich begleitet. Auch durch schwere Zeiten gebracht, denke ich, ja. Ja, gut. Hat mich durch. Aber. Aber, ehrlich? Nee. Boah, Junge. Aber habe ich immer zum Spaß Boah, aber echt? I did my way. Geil. Dancing Boah, Lady Gaga Konzert, ne? Boah, hey, bei mir auch ist es ACDC, hundertprozentig. Boah, Junge. Also, ich habe Spotify Prince ja, das noch ist leben egal. Würde, habt ihr Spotify, alle? Habt ihr die Zusammenfassung bekommen? Ja. Ich hatte ACDC Haupt tatsächlich, doch. Hat mich auch gewundert eigentlich. Aber das ist so ein Podcast-Thema jetzt auch, ne? Ja, ist doch egal, wir sagen nochmal alles. Für natürlich, Podcast. Natürlich. Machen Wo wir. Muss ich hin? Echt? Kann ist ich auch ja gar cool. nicht ab. Warum? Echt? Also ich mag die Stimme nicht. Also die ist, ja, klingt nee. Für mich wie ein Rasenmäher auf Turbo. Jo! Nee, also nicht. Ich hatte da glaube ich Purple Rain drinne. Okay. Oh mein Gott. Purple Rain! Ja, man muss es doch mal sagen, Junge. Wer der noch am Leben, ne? Sowas von einem Konzert. Ja, Queen finde ich klasse, die Boah, Musik. Da kam auch Queen. Letztens dieser neue Song raus, der ja so in Verschollenheit war, fand ich auch geil. Ach, ja, du bist auch... Ach, komm, Jonny. Nee, Queen ist auch super. Oh. Ach, ja, okay, ach, ja. Was sagst du mal Weekend? Ich weiß aber ganz schnell, Weekend findet an, nur... Lady Gaga, was ist das sag ich von ganz ehrlich. Ja, da gibt es bestimmt Songs. Lady Gaga. Was Mann, warum kommt da jetzt eigentlich dauerhaft Werbung? Ich gehe jetzt auf Spotify, ist mir scheißegal. Lady Mann. Gaga hört man natürlich auch mal gerne rein. Ist ein Klassiker, irgendwie auch, ne? Da gibt es aber bessere, ne? Ja. Lady Gaga finde ich toll. Einmal zu der Tina, weißt du? Boah, Tina Turner, ich hatte eine Phase, da habe ich jeden Tag Tina Turner alle durchgehört. Oder Stevie Wonder einmal. Boah, Stevie Wonder auch geil. Also die Musik. Jackie, du bist keine Frau, Jackie. Also, das hört man doch. Ja, was soll ich das denn wissen? Ich hab gedacht, da sitzt jetzt ein Mann. Nein, aber das hört man doch, oder nicht? Jackie, natürlich. Jackie, ich habe so Jack, denke ich, ist ein Mann. Jack Sparrow oder was? Oder? Ja, dann tut's mir leid. Ich habe jetzt gedacht, du wärst ein männlicher Kumpan, ne? Das fühle ich, aber man geht im ersten, also ich weiß auch nicht warum, aber man geht immer davon aus, dass es irgendwie männlich ist, ne? Dann tut's mir leid, Jackie, ab jetzt bist du eine Dame für mich. Danke, Jonny. Melde dich per PM bei ihm, weißt du? Ja. Dann sagt er, so. Hey, jetzt hast du geleckt, weißt du? Jetzt kommen hier gleich Nachrichten, Fußballer. Oh. Ich komme die Anfrage. Die kannst du weiterschicken dann. Ja, das wusste ich, dass jetzt kommt. Miley Cyrus, Oh. Ja, gibt's auch, Ja, das sind alles Künstler, die haben schon, die sind schon krass so, aber. Vor allem, die hat ja eine einzigartige Stimme, Junge. Boah, also komplett geil, kaputt, ne? Die Stimme. Aber geil. Ja, aber auch. Schon geil, ne? Schon kaputt geil. Aber habe ich nicht in meiner Playlist drin.
Wie, es gibt Girls auf Twitch, weißt du? Aber was ich, und jetzt muss ich mich outen. Letztens wieder ordentlich durchgesuchtet. Backstreet Boys. Also. Geil. Boah, Junge, Backstreet Boys. So, und da frage ich mich, also, da frage ich mich jetzt was. Nein, und ihr seid alle Blender. Nein, da frage ich mich gerade was. Backstreet, Back. Oh, wow. Okay, aber das geil. Ist geil. Alter, das Leute, ist geil. Da geht mir ein Herz auf. Da frage ich mich, du bist ja so jung und so, ne? Und ja. Opa, du auch. Und Johnny, du auch. Ich auch. Okay. Und warum, also... Nein, das ist ja erstmal schön und alles und ich fühle das ja auch, aber warum hört ihr in eurem Alter auch so eine Musik, ne? Also ich finde, ich habe das Gefühl, man muss sich rechtfertigen, wenn man Backstreet Boys hört. Nein, nicht rechtfertigen. Ich will das allgemein einfach wissen, weil... Ja, aber was heißt ja denn so solche viele... Musik? Was soll denn das heißen? Also, ja, so ältere einfach. Ja, ältere, ja, weil es neue halt oft schlecht ist. Ja. Ich finde, ja, aber ich meine... Auf diese ihr seid dann auch damit aufgewachsen, ne? Ja, weil, na, ich bin durch Filme, alte Filme aufgewachsen. Ah, okay, mein Vater immer ganz. Und dadurch bin ich irgendwie reingerutscht in diese Szene. Mhm. In diese alte Musik. Genau, das war die alte Klassiker, ne? Oh. Und ich finde das geil. Ich mitgenommen. Ne? Aber ich glaube, jeder findet so Klassiker geil. Gibt ja wenige, ja, die sagen. Ja, gut, aber die. Ja, gut, das jetzt vielleicht nicht. Die heutigen 14-Jährigen weiß ich nicht. Ja, okay, die lassen wir mal aus dem... Capital Bra. Ach, was soll das denn hier? Nee, den fand ich schon immer nicht. Was? Dena? Singt er jetzt auch mittlerweile? Bestimmt, ja. Was war das? Nein. Ich bin drin. Wer denn? Welche? Horst Schlemmer, Junge. Alter. Wer ist denn Gwen, Stefanie und Nelly Furtado? Nelly Furtado oder was? Ja, ja, die ist ja geil. Natürlich, hast du die schon gehört. 99 Luftballons, da bin ich raus. Absolut schlimm. Da hörst du aber dann auch auf. Kopfschmerzen von der Musik. Wer das erfindet, scheiße. Kinder. Was auch geil ist. Nee, finde ich auch gut. Wir sind doch am Stream, ruhig. The Police oder hier Sting oder sowas? Police? The Police. Kenn ich alles nicht. Leck mich mal am Belly. Ach, die heißen The Police, Junge. Police. Hört sich nach einer Krankheit an. Junge. Nina Hagen. Nina Hagen habe ich auch mal gehört. Nina Hagen ist natürlich ganz anders. Mein Michael, das war doch das, ne? Warum kenne ich sowas? Das ist eine sympathische, aber glaube ich. Kennst du? Ich habe Angst vor dir. Ja, ich auch, aber das ist das Geile. Und, boah, geil, wie heißt sie? Das will ich nicht schaffen. Avril Lavigne. Ja, auch geil. Ich weiß, wenn du meinst. Die Blonde, ne? Ja. Wen? Avril Lavigne. Siehst du, ich kenne mich auch aus. Kennst du das? Das kenne ich nicht, aber ich weiß, dass die so... Ach ja, weil ich scheiße singe, aber... Viel Skate-Musik macht irgendwie. Ja. So gefühlt. Ja, du musst mit Linksklick kannst du wegklicken. Ach, ich bin kurz drauf, weißt du? Ich war kurz dran. Ja. Ich will golfen, weißt du? Heute mache ich auch bis 2 Uhr. Oh, kennst du Green Day? Auch geil. Ich kenn. Ja. Und da wird's. Adele, wunderbare Sängerin. Die hat Gefühl, die hat schön, Volumen. Ja. Oh, Whitney Houston. Justin Nosuka kenne ich nicht. Ich kenne nur Justin Bieber. Den können die auch. Wurde früher gehasst, traurige Geschichte eigentlich. Ja. Alle waren neidisch auf ihn. Mhm. Und dadurch wurde er zur Hassfigur. Ja, aber das war bei ihm ja ganz schlimm. Da wurde er richtig gehasst. Oh, wer kickt mich denn da runter? Und da hat er doch mal einen Skandal gehabt, wo er so einen Fan geschlagen hat. Würde ich auch machen, ganz ehrlich. Wo geht ihr eigentlich allein? Wenn er an der Auto kratzt, dann... Holst du die Faust mal kurz raus? Ins Ziel. Ja, dann musst du halt drauf. Weißt du, wen ich auch geil finde? Mich? Fergie. Was? Ach, ihr kennt ja nichts. Ist das ein Spiel? Nur Furby. Furby kenne ich auch.
Also Billie Eilish ganz, war auch mal im Hype, da hörst du ja nichts mehr von. Ja, das stimmt Taylor ja auch nicht, dass du da nichts von hörst. Ich, ja, dann bin ich frag mal ihren Kontostand. Ja, dann ist mir klar, dass die nicht gerade um Hungertuch nagt. Das ist mir schon klar. Aber was die für einen Hype hatte, dann ist ja alles weg. Ja, das würde ich so nicht sagen. Jackie findet Billie Eilish attraktiv, ja. Attraktiv, ja, keine Ahnung. Ist nicht meins, glaube ich. Wäre jetzt nicht auch meine, aber sympathisch auf jeden Fall. Man hat sich unterhalten. Da wäre auch mehr hinter. Alicia Keys, ja. Aber die singt auch geil, ne? Alicia Keys. Ja. Ja. Was ist mit Katy Perry? Finde ich gut. Ich auch. Oh, nee. Auch sympathischer Eindruck. Ja. Ja, ja finde ich auch was, gut, ja. Nee, was der letztens wieder gedroppt hat. Ja, das nicht, die Aktionen gut. Nicht, ja. Ja, die Musik kannst du natürlich getrennt betrachten, aber dass der so ein Nazi ist, da muss man ja auch nichts sagen. Ein kleiner was. Da kann er mal ganz schnell raus. Boah, Junge, wer kann denn nicht pro Trump sein? Trump ist so. Doch ein alter Präsident. Ey, ich verstehe diese ganze Map nicht, ne? Was ist das für eine Map, ey? Ach komm, den kick ich ja, den da weg, das ey. Warst du doch. Ja, ey, du bist ein Arschloch. Tupac. Ja, Tupac ist, hab ich auch mal sehr gut. Ja, ich kenne auch gut, ja. Amerikanischen Rap, geil. Hat das nichts mit Deichkind zu tun, aber ist geil. Was hört man denn an Ami-Rap so? Mittlerweile so Lil Peep und wie die alle heißen, oder? Nein, mittlerweile höre ich auch die alten Stempel. Ja, die alten höre ich natürlich auch gerne. Also Tupac, da Eminem natürlich ganz natürlich, klar. Natürlich, natürlich. Dr. Dre. Dr. Dre, boah, finde ich geil. California Line. Ah ja, sehr geil. Oder ich mach's nochmal mit Autotune. California Line. Oh, das kommt hin, ja. Ja. Habe ich ja mitproduziert, das wissen ja die wenigsten. Ja, das glaube ich dir. Ach so. In der Hood, in der Grove Street früher. Harry Styles ist natürlich ein Frauenmagnet. Sexsymbol. So, aber jetzt auch der beste Sänger, ne? Stefan Raab. Boah, ey, der kann echt gut singen. Geil, wo der das gesungen hat, ne? Habt ihr das gehört? Die Live-Version? Ja, hab ich. Geil, ne? Boah, bin ich abgegangen. Aber richtig, ey. Johnny kann da nicht mitreden. So. Nee, der hat da keine Kultur. Der kennt das schon wieder nicht hier. Aber bist du in der Küche, oder? Wer? Opa? Warum bin ich in der Küche? Weiß nicht, du bist leiser geworden. Junge, ich kann auch schreien, wenn du... Ja, ich weiß. Aber ich bin nicht leiser wegen meinen Nachbarn. Warum bin ich denn so leise? Ich schreie auch immer, ich wurde nur vielleicht nicht beschwert. Vielleicht liegt es an mir. Ne? Noch nicht. Ich glaube, bei mir wohnt ja auch so ein alter Opa neben mir. Der hört auch ich schreie lieber nicht. Ne? Bei uns, also hier geht das wirklich schnell mit Beschwerden. Ne? Ich habe auch dicke Wände hier. Ich habe dicke Wände. Boah, das ist ey, gut, ne? Ja, ist alt. Ich habe das Fenster mal offen, das hilft nicht. Ja, wenn ich Fenster aufmache, dann hörst du hier. Aber die Augen... Lena Meyer Landrut. Ich mag die. Ari, jetzt geh doch mal weg da. Ich möchte ach, leck mich auf die Falte, ey. Ja, ich leck dir gleich ach. Wer hat mich denn da jetzt schon wieder weggekickt? Ach, Harry, mach doch jetzt mal. Charlie, wie spricht man denn aus? Puth. Put. Winnie Pooh. Winnie Pooh oder was? Klar. Ja, Charlie der singt Pute. Auch gut, auf jeden Fall. Da kann man nicht. When I see you again. Again. Boah, Maroon 5. Ja, Maroon 5. Nee, also Beatles bin ich trotzdem raus. Da gibt es dann einen Song, den du dir anhören kannst. Der Rest ist für Schwangerschaftsabbrüche. Come together right now. Ja, Paul McCartney, geil. Huey and the Lennon. News, meiner Lieblings auch. Kennst du das? Huey and the News? Ne, Huey mit H. Der von Zurück in der Zukunft auch die Lieder gemacht. Kenn ich alle nicht. Boah. Ja, da frage ich mich wirklich, wo kommt die? Das kenne ich nicht, ne? Wieder durch die Filme. Das stimmt. Ich habe wirklich keine Filme geguckt. Ich kann das sagen, ja.
Ja, aber Harry, da bist du ja auch hier Back to the Future hier, Johnny B. Goode, ne? Chuck, boah, Chuck geil. Harry. Hab ich ja letztens noch geguckt. Boah, geil. Kann man immer wieder. Hat Lami noch nie geguckt, natürlich. Ja, hab ich wirklich nicht, hab ich nicht. Ja, ja, hab ich doch geguckt. Harry, also Lami, guck mal. Musst bitte? Du musst du gucken. Also muss ich, ach so, ja. Oh, Johnny Cage Party machen, ne? Boah, das wäre echt geil, aber das kannst du nicht zusammen machen, ne? Also wie denn auch? Geil. Warst du schon mal golfen, nicht? Nee. Minigolf ja, echtes nein. Ja. Und du, Ari? Ja, auch. Nur. Minigolf, ja, gut. Minigolf hat auch jeder gemacht. Ich glaube, das hat auch jeder mal gemacht, ne? Aber echtes wirklich nicht? Dann zweifle ich aber an deiner Kindheit auch. Aber echt? Also das ist ja wohl Kind, jedem Kindergeburtstag, jeder zweite war Minigolf. Natürlich. Oder Bowling. Ja, Golfen ist ja Golfen nicht. Ja, aber zur Kindheit, du Arsch. Also. So, vorbei. Also. Super, ja! Ach, 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 komm mir auf. Hört ihr, wenn ihr traurig seid? Gute Frage. Traurige Musik oder glückliche Musik? Je nachdem, ne? Nee, wenn ihr beides. Traurig seid. Ich mach meistens glückliche, weil dann, ich will mich ja nicht noch weiter runterschieben. Ich zieh mich da nicht weiter runter, das ist so ganz witzig. Wenn ich Bock auf traurig habe, ich traurig. Wenn ich Bock auf glücklich habe, ich glücklich. Ja, das stimmt, ja. Auch. Ja, das ist ein guter Punkt. Wann habt ihr zuletzt geweint? Das interessiert mich jetzt. Oh, gar nicht so lange her, bestimmt. Ja. Okay, dann nicht komisch. Nee, also kommt jeden Monat bestimmt mal vor, ne? Also, oh, auf jeden Fall. Okay. Da kommen dann die alten. Ja, dann habe ich jetzt aber wirklich ein bisschen Angst, weil ich kann mich das letzte Mal. Warum? Du hast doch bestimmt auch so Freudestränen. Aber, oder ja, aber nee, manchmal ja, aber das muss man aber ja auch nicht weinen, Lami. Ich finde das wichtig, weil ja, und aber Harald, ich habe das Problem, ich will das auch mal wieder, weil ich das schon lange nicht mehr gemacht habe, aber es geht nicht mehr. Es ist ja, wirklich, du brauchst Ruhe für dich, du musst dich mal nicht ablenken. Denkst du nach über die Scheiße in deinem Leben und dann holst du. Warte, ich gucke einfach kurz mir mein Leben an, weißt du? Ja, und los geht's. Oh, Junge, Junge. Ich kann es auch nicht auf Knopfdruck, aber es gibt so Tage, da kommen dann alte Gedanken hoch. Ja, aber manchmal weine ich in den schlimmsten Situationen selbst nicht mehr, als ob ich so. Also ja, dass ganz man so komisch. Abgebrüht ist. Ja. Das hatte ich auch eine Zeit lang. Dass man wirklich? Mehr, ja, ja. Das ist nicht gut, ne? Das ist aber meistens, wenn man so viel Scheiß erlebt hat, dass man nicht mehr heulen kann. Gut. Ja. Und man denkt, scheiße, warum heule ich nicht? Ich müsste doch heulen, das ist so schlimm eigentlich. Ja, ja, kennt ihr, zum Glück kennt ihr das wenigstens. Das kennt jeder. Okay. Aber doch, wo mein Hund gestorben ist, habe ich gemeint. Im ersten Moment nicht. Da dachte ich mir dann auch, okay, warum weine ich jetzt schon wieder nicht? Weiß, aber dann kam das nach Tagen. Ja, schönen Tag. Bist du dumm? Warum? Warum bist du einfach rausgegangen? Ja, natürlich bist du rausgegangen. Wir haben dich nicht gekickt. Spielt mir einfach um, weißt du. Ja, wollen wir abbrechen oder was? Ja, brechen wir ab. Achso, ihr müsst ja. Ich bin aber jetzt weg, weißt du. Ich bin Stadtbank. Ja, alle vier. So, ich bin wieder drin. Ich lade euch wieder. Alte vier, hast du jetzt echt alte vier gedrückt? Voll Idiot. Boah, geil, mein Internet kackt auch jetzt ab, ne? Ja. Mittlerweile geht's bei mir stabil. Ja, bei mir lief es jetzt auch wieder gut. Ich weine sogar bei traurigen Filmen, okay, das fühle ich. Aber nur wenn so Hunde sterben, da hole ich dann immer. Ja, aber ziemlich beste Freunde, ne? Also da könnte ich glaube immer wieder. Und der ist schon traurig. Johnny, wo holst du denn? Bitte? Wo holst du denn, Johnny? Das glaube ich dir aber auch.
Ich auch. Und dann sieht der Flinter da wirklich. Ja. Nein, ich glaub dir das auch. Ja, das ist nicht gut. Kenn ich nicht, super. Ganz klar, drei. Ich habe bei Heidi damals geweint. Heidi Klum? Heidi. Ah, das ist auch so. Ja, da muss man noch einen geistigen Schaden haben, wenn man da weint. Nee, also Heidi ist wunderschön, ne? Ja, Filmmusik ist klasse. Ja, also dann ist auch vorbei. Also. Ja doch, ich verstehe schon, warum man da heulen kann. Die wissen, wie man die Tränendrüse antriggert. Ja, das machen die extra, das ist klar. So, oh, mein Internet, was ist denn jetzt los? Ach so, ja. Morgen wachen wir alle am Stadtpark auf. Nee, Zentrale. Nee, du warst doch in Overbrücke. Woher weißt du das? Weil ich dein Auto da gesehen habe. Ah, stimmt. Ey. Was machst du, nee. Opa? Warum machst du... Wo ist Opa? Ich glaube, der will nicht mehr, oder? Hä? Hat er uns doch gar nichts gesagt? Ja, aber der wird ja dann noch Tschüss sagen, so. Ich glaube, der ist raus. Also bald dann. Warum? Ist blöd. 22:49 ist quasi noch morgens, weißt du? Ja, ist doch. Die Zeichentrickserie ja sowohl als auch, ne? Da gab es auch einen Film davon. Also ich fand ich auch machen, damals. Oder was? Ja, ich denke ja. Hat der doch gerade. Habe ich nicht zugehört. Doch, er hat gesagt, er drückt jetzt Alter 4 und alles und ist raus. Was willst du von mir, Harry? Warum hörst du auf? Ich habe doch gesagt, ich höre auf. Hat er gesagt, ja. Das wäre ein Witz gewesen. Nein, was meinst du, wäre das ein Witz, Junge? Es ist 23 Uhr. Nee. Ja, ich gucke jetzt einen Film und dann... Was guckst du? Ey, sorry, mein Internet kackt gerade ab, ne? Ich weiß nicht, warum. Wollte ich nur sagen. Was? Geht das auch los, also? Ach, fick doch dein... Tu mir einen Gefallen, jetzt hör auf zu lügen! Ach komm, ey. Ja, nochmal raus, geil. Ey, Jonny, hast du irgendwie einen Dreher drin? Junge, und ich sag tschüss, macht das Jod. Tschüss, ja, dann gute Nacht. Jojo, bis morgen, ne? Bis morgen, bis, ne? Bis Podcast, ja. Sag ich. Jo. Pünktlich bitte da sein, das wäre lieb. Pünktlich ja, bitte. Tschüss, grüß ihn. Gruß, außer. So, wen haben wir jetzt in der Leitung, weißt du? Ich grüße Wer dich, Marianne. Ich Zuschauer in die Leitung. Also, das ist so geil, ne? Es gibt ja dieses Guest-Star-Ding. So, Marianne, 54 Jahre haben wir hier. Guten Abend, Marianne, warst du? Erzähl uns von deinem Problem. So, Film Faust, ne? Ja, wenn der Gimbal Lux mal... Ach, ich muss wieder rein, ne? Das ist mir zu viel alles. Wenn du nochmal rausfliegst. Ich habe auch letztens Kevin allein zu Hause geguckt. Boah, den habe ich glaube auch noch nie geguckt. Du musst wirklich gucken. Ja, ich habe so zur Hälfte, glaube ich mal. Also das ist wirklich ein Film, der... Aber Cringe mag ich sehr gerne, ne? Nee, ich überhaupt nicht. Also ich liebe den Film. Das ist für mich ein Kinderfilm. Ja und? Mit wenn man wenig Kuh hat, kann man dann auch gucken. Na, was soll das denn? Jetzt beleidigst du mich auch persönlich. Hat Spaß, mein Gott. Ich habe einen Schuss drin, ja. So, nicht doch so. Wir werden mit einmal Geld überweisen. Machen jetzt einen Hat mir das nicht gerade schon? Ach, egal. Ich hatte echt jetzt mal Bock, einen Spendenstream mal für vor Weihnachten zu machen. Das hast du schon mal gesagt. Es gibt ja diese Funktion, aber da haben wir doch schon rausgefunden, dass das nur in Amerika geht. Ja, man kann es ja trotzdem so, man muss es ja nicht mit diesem Plugin machen. Nee, das stimmt, aber wie das sonst geht, weiß ich auch nicht, ne? Oder dass man halt einfach einen Monat alle Sub-Einnahmen da irgendwo hin. Das geht natürlich, ja. Ja, einfach ist das so einfach.
Man muss es halt einbinden im Stream irgendwie, dass das auch angezeigt wird, wenn da einer spielen. Ja gut, da gibt es irgendwelche Tools bestimmt. Ja, bestimmt, ja. Ne. Wo bin ich? Warum ist das Springen auch aus, weißt du? Die Karte finde ich jetzt schon scheiße, komplett. Ich verstehe nicht, wo ich bin. Ich muss die Rex-Golf-Musik mal ausmachen. Mal so auf den Zünder. Ich habe so Weihnachts-Jazz-Musik an, ne? Ja. Ist ganz geil. Aber mir singt da irgendein... Ach du Scheiße. Ja, das kannst du direkt ausmachen. Oh, da mache ich jetzt auch an. Wer hat einen Spendenstream gemacht? Ich nicht. Ich auch nicht. Ja, auf Boden abbatzen wir immer gut. Also. Das Schicksal hat uns jetzt auch mit Lucky Five zusammengeführt. Habt ihr auch das Gefühl, dass wir immer auf der gleichen Map gerade sind? Ja, es ist die gleiche Map. Es ist wieder so eine Dreckskarte, wo sich der Map-Ersteller keine Mühe gemacht hat und in 5 Perspektiven da reingebracht hat. Habt ihr Jurassic Park geguckt, den letzten? Der letzte Gegenwart war nie noch, aber... Ja, das kann ich verstehen. Ich sag mal so, du wirst ja auch im ersten Moment erstmal nicht gezogen, weißt du? Aber wie ich da rüberkomme, habe ich keine Ahnung. Ja, ganz... Der hat wirklich Lack gefressen. Ja. Hä? Warte, wir haben noch jetzt ein paar Fragen noch bekommen. Ja, bitte. Wollen wir da jetzt schon mal eine vorweg sehen? Gehen wir rüber zum Außenreporter, Harald, weißt du? Harald, hörst du mich? Kannst du mich hören? Wetter ist gut hier in Zürich, Hauptbahnhof. Heute eine kleine Frage. Vom Köden 1889. Ja? Die Frage bitte, Harald, die Verbindung bricht gerade ab. Oh, das ist ja eher eine Frage von Lami, das cringigste Appi, was du hier gemacht hast. Ja gut, wir haben die Verbindung zum Außenreporter leider verloren. Wir schalten erstmal zurück ins Studio. Und ja, wir werden nachher nochmal Außenkontakte aufnehmen. Richtig. Machen wir erstmal weiter. Das cringigste Appi, in welcher Form denn? Ah, da hast du ja bestimmt einiges. Ja, natürlich. Ja, aber... Also wirklich. Peinlich, peinlich, peinlich. Ne, was ich demnächst ziemlich cringe auch fand, war das mit der Stimme, ne? Der Stimme? Ja, wo die gesagt hat, ich soll mal, ich bin Batman sagen, fand ich schon krass. Was war, ey, stimmt, das habe ich gesehen. Warte, was war das genau, wie ich verstanden? Für ihr Handy-Klingelton habe ich bestimmt irgendwas eingesprochen. Warum ist es mir, meinst du, Nee, das fand ich schon unangenehm. Aber auch witzig, ne? War hat ja nichts mit Cringe-Appy, in dem Fall. Für mich war das... Achso, ihr meint jetzt, also... Ja, das ist die Frage, das ist die Frage. Er hat übliche... Hole in One Bush trifft's ganz gut, ja. Oh. Ja, aber da weiß ich gar nicht so. Kamera läuft. Super. Also was das cringigste Cringe-RP war? Raus damit. Keine Ahnung hat man, ja. Nee, ich weiß nicht, in welcher Form das gemeint ist. So kann man eine Frage gibt's eben nicht. Ausweichen. Nee, dann erstell das nochmal, aber weißt du? Nee, dann nimm gerne zur nächsten Frage, wenn du die nicht beantworten willst. Ja, Glückwunsch. Ich würde die beantworten, wenn ich weiß, worum es geht.
Die Frage ist jetzt nicht zweideutig gestellt worden, also. Da steht das grinchigste Grinch-App. Und jetzt? So. Ich verstehe sie nach 1. Also die Karte finde ich wirklich absolut widerlich gewählt. Und das war eine Hole-in-One. Werdet ihr, wenn ihr an einen Job reinschnuppern könntet, ein Jahr, egal was das ist, egal, ein Jahr, ihr müsst das schon, ihr müsst dafür auch Polizei. Ja, eindeutig. Nee, würde ich kurz reingehen. Oh ja, ja. Doch ein Jahr auf der Straße, mit Gundula trifft sich auf dem Parkplatz. Aber ein Jahr ist schon fast zu lang. Ja, ist, das stimmt. Aber so, wo man mal reinschnuppern will. Einen Monat irgendwo reingucken, würde ich... Oh. Boah, geil. Ja. Ja, Jonny, bewerb dich doch. Also, wenn du das machen willst. Was ist ein Runway-Model? Warum, hey, warum soll ich nicht nehmen? Pathologie. Na gut, da war ich auf Station damals, ne? Also. Pathologie. Astronaut. Boah, auch gute Wahl. Nee, das interessiert mich gar nicht. Ja. Ein Jahr im Weltraum, wer kann das behaupten? Ich war im Weltraum drin. Ja, da habt. Ja, gut, der war doch selber noch nie mal. Oder war der mittlerweile? Ja, gut. Was gibt's noch? Müllmann. So Trödeltrupp. Und wo ist denn der Beruf jetzt? Plattenladen, das ist auch geil. Ja, du musst irgendwas mit Filmen machen. Ich glaube, Jonny gehört da rein. In die Filmszene. So eine Videothek, weißt du? Wenn Jonny mal einen Film schreiben könnte. Ich weiß schon wieder nicht, wo ich hin muss. Ja, heute war mein Penix los, ne, Jirki. Das war... Gut, ja, war wild, ja. Übel. Ja, ist übel, wirklich. Vor allem, du kommst doch immer ins gleiche Ziel, oder bin ich? Ich verstehe das alles nicht. Podologe? Was ist ein Podologe? Oder so Zysten und Pickel operieren beim Haut. Das fände ich auch wieder geil. Die Befriedigung, wenn du so einen dicken. Dicke Puste, sag ich mal, ins All schießt. Wahnsinn. Also, aber Fremde. Du hast das gerade gut ausgedrückt, aber das hört sich fast noch widerlicher an, als wenn man es einfach normal ausdrückt. Ich versuche das natürlich benutzerfreundlich auszudrücken, aber das ist mir dann nicht gelungen. Fußpflege. Also, ist das nicht Pädologe? Ja, Pädologe ist Pädologe doch Fuß. Pädologe gibt's auch, ja. Ist doch Fuß. Pedis, der Fuß, lateinisch. Ja. Dass wir darüber lachen, ist so lächerlich. Warum was? Denn? Ja. Ein Dr. Pimpelpopper. Pimpelpopper. Gibt's ja wirklich diese Pimpelpopper-Serie in Amerika. Die poppen Pimpels und den ganzen Tag. Und wer läuft poppt wen? Es gibt in Amerika eine Serie oder eine Fernsehsendung, da poppen die durchgehend Pimpel. Ja, Pickel halt. Ja, ich verstehe schon. Einlagerung von Talg und Eiter. Und ich hab's mir auch angeguckt und ich sag, da kommst du nicht mehr weg. Guckst du hin. Boah, jetzt hör doch auf. Ja, irgendwo bin ich da. Werden die Pimpels gepoppt. Aber da gibt es bestimmt auch so ASMR davon, oder? Ja, da, komm, das will ich aber jetzt auch gar nicht wissen. Pädologe, eigentlich. So ist das, kannst du auch in der Kirche studieren. Eine andere Geschichte. Ja, also, nee. Also. Ja, was gibt's noch, Leute?
Messi-Wohnungen ausräumen, auch bestimmt geil, ja. Nee, wirklich. Traurig sind viele Berufe. Also, was du da erlebst. Stein. Ja. Nein, ich glaube, Bestatter ist gar nicht so traurig wie. Ich glaube, da bist du auch abgehärtet. Weil da siehst du halt nur Tode, ja. Aber den Prozess zu sehen ist doch viel schlimmer, ne? Was war denn? Ich wollte früher immer Busfahrer werden. Ja, ich kann dich aber verstehen, den Reiz. Mhm. Die Tür aufzumachen, runtersinken. Hätte ich auch immer noch Bock. Ein Traum aber, von jedem. Ja, worauf man dann keinen Bock hat, sind wahrscheinlich die Leute, ne? Ja. Also Bussimulator verstehe krank. Ich hundertprozentig, warum man das spielt. Ich auch. Beruf würde ich das nicht machen, aber. Nee, der Zug wäre mir zu eingleisig. Nee, Zug hätte ich auch Bock. So ein Güterzug oder Personenverkehr abends? Ein schöner Personenverkehr. Boah, aber ich fahre schon so oft Zug und ich denke, das ist noch ein Job. Du fährst den ganzen Tag mit der Bimmelbahn. No. Nee, ja. Hatten wir dieses Level nicht gerade? Ich verstehe die Map nicht. Oh. Park Ranger. Nee, die stelle ich mir auf so einem Kirmes vor, ne? Nächste Runde rückwärts. Ja, stimmt. So Kirmes-Typ wäre ich auch mal einen Tag gern. Ja, das so kannst du aber auch. Die Ansagen machen. Geil. Nochmal schnell die Kotzen schon, machst du trotzdem weiter. Aber alles, was so mit Ekel zu tun hat, könnte ich nicht. Ich glaube, da würde ich kotzen. Kommt drauf an, was für ein Ekel? Das war mit kommt der Zeit ja, nicht so Leichen, aber so wirklich so, ja, so Klo-Inspektor. Ja gut, das, was wir da bei Acht und Kontrolle gesehen haben, das ja, kann ich so, jetzt auch nicht. Ja, so ein Scheißauto an der Wand. Und ich wirklich, ich habe einen starken Würgereflex mittlerweile. Ich gar nicht. Also doch schon, aber überhaupt nicht besser. Leichen, würde ich jetzt auch nicht sagen. Ja. Aber so Fäkalien. An sich. Kotze auch, ja. Oh ja. Ja. Bisschen Kräuterlikör. Jägermeister schmeckt wie Hustensaft auch, ne? Aber ich mag das. Ich mag auch Hustensaft. Ja, aber ich mag das. Aber mit dem kannst ja, halt. Denkt, der brennt einem so die Kehle frei, ne? Das ist so. Kannst halt nicht viel von trinken, ne? Nee, das ist. Ja, stimmt, wenn die Leichen sich aufblenden und platzen, dann kotze ich auch. Ja. Hä? Ja, das ist auch, glaube ich, ein Geruch, was. Dann stimmt. Obwohl, eigentlich macht es ja Sinn, ne? Das macht Sinn, alles ja. Und dann kommen dann plötzlich die Gase raus. Nee, man scheißt sich, glaube ich, auch nochmal ein, wenn man stirbt. Aber ich glaube, das muss nicht. Das muss aber nicht. Nee, muss nicht, aber kann passieren, ne? Ich habe das ja bei der OP im Praktikum erlebt, wie die Dame ordentlich davor gefuttert hat, weil ich hatte quasi das halbe Happy Meal später auf dem Boden in Form von eher mit Spielzeug, war in brauner Masse und ich habe natürlich den Ausfluss komplett beobachtet. Aber da kam, es hat gar nicht gerochen, obwohl es wirklich dünnster Dünnpfiff war, der sich auf dem OP-Boden verteilt hat. Und darum weiß man auch, warum man von einer OP auch nicht essen sollte. Hat auch bestimmt andere Gründe, aber so. Ich wollte gerade sagen, das sind eigentlich ganz andere Faktoren. Ja, ja, ich weiß, aber ich denke schon, dass wenn sich da alles entspannt, dass man ohne Essen da besser gewappnet ist. Mhm. Oder? Das ist meine Vermutung.
Kleine Hypothese. Vielleicht ist ja einer von euch Doktorand. Dieses Scheiß-Thema wieder, kannst du eigentlich nicht ausmachen. Habe ich übrigens eine Kooperation mit. Kauft euch die neue Mia. Das ist ein Scheiß, machen wir also wirklich. Und die wie heißt die Kuh nochmal? Molka? Nee, von Dr. Milli, also, Mulu, nee. Milli? Mit dem Fleck. Paula mit dem Fleck. Ach, die Paula. Die kleine. Kleine Süße. Reingeschossen. Bin ich da. Die Paula da wirklich mitmacht. Die Süße. Oh ja, mal lange nicht, wa? Wer ist denn Rosalinde? Wie? Bist du vegan, Rosa? Für Rosalinde? Ach so, ja, von dieser Veganerin da auf TikTok. Die Militante. Schönes veganes Leben, da kann ich sehr gut mitsprechen. Weil sowas gucke ich mir sehr, sehr gerne an, muss ich auch sagen. Das macht mich glücklich. Nee, mich nicht. Schönes veganes Leben auch. Ah, ich lieb das, aber wirklich. Nee. Nee. Hätte ich keine Motivation für. Nee. Doch, schmeckt aber geil. Natürlich, aber mach erstmal. Kauf die Zutaten erstmal. Ja, gut, das stimmt. Fängt ja beim Kaufen an, das stimmt eben, schon. Eben, und da hört schon auf. Ja, das stimmt. Der ist ja so. Ja. Ich bin schon drin. Boah, also die Karte ist wirklich maximal langweilig gestaltet. Ja, das ist immer das Gleiche. Ich verstehe es nicht. Ja, okay. Nee, ich will hier keine Veganer-Videos hier im Stream haben, weil ich weiß, was dann für Diskussionen wieder kommen. Nee. Ich glaube, da sind halt schnell die Diskussionen. Boah, Kalkofe-Videos finde ich geil. Aber macht denn noch, oder was? Echt? Boah. Aber Fernseher nur, ne? Du. Deine ewig Menü geben. War eine Kack-Map. Ja. Dann suche ich doch mal die nächste schöne Karte raus. Wie würdet ihr euren aktuellen geistigen Zustand beschreiben? Beschissen, ja. Ja? Boah. Ich weiß nicht, das ändert sich nicht groß bei mir. So schlecht. Was heißt du? Du weißt ja nicht, vielleicht bin ich auch gut eingestellt oder so. Ich meine das eher auf Negative bezogen jetzt. Also. Ja. Nee, ja, gut. Nicht wie, wie dumm man sich fühlt, sondern wie schlecht. Ob man sagt, heute wirklich kannst du auch alles in die Tonne. Nee. So nicht, aber. Hä? Also. Das ist nicht wieder die, oder? Das ist nicht wieder. Das ist eine neue, keine Ahnung. Was das ist. Ach, das ist die, die kenne ich. Die kennst du nicht, die ist neu. Dann kenne ich das Setting, aber. Ja, aber die sieht immer gleich aus, den ich habe. Ich bin nur drei Texturen in dem Dreckspiel. Anscheinend. Man eh holen wollen, oder? Schneewiese, Wüste. Ach, also. Was guckt ihr euch so an, wenn ihr euch was anguckt, weißt du? Hat man jetzt Film, ja, so oder? YouTube-mäßig oder. Oh, gucke ich im Moment auch sehr gerne, ja. Über die Dorfschwalbe oder
Da gucke ich wirklich so alles an, ne? Ja. Ich gucke auch gerne mal die Trends durch, was ist momentan im Trend gekauft. Ja, worden. Aber da wirst du immer enttäuscht. So. Natürlich, aber man guckt es sich natürlich trotzdem an, um wie so natürlich, Zeit natürlich. Zu gehen. Essensvideos, Nick. Also. Oh, doch, gucke ich auch sehr oder gerne. Oder meinst du so Kochen, oder wo die Leute das was essen? Wo die, also ich gucke gerne Essensvideos, ne? Also wirklich, das wirklich. Nee, das ist geil. Okay, Mandus, Podcast-Team sind alle zu ernst, sagt sie. Ja. Dann hol die mal raus. Wir müssen es ja nicht beantworten. Wir müssen es ja nicht beantworten. Nee, ich hätte was zum dritten Mal holen wollen. Ach komm. Ach komm. Ach komm. Mit einem Pfannkuchen da auf dem Kopf. Oh nee. Ich oute mich als SCP-Besessener. Keine Ahnung, was das ist. Ja, ja. Oder ein Film? Ja, ja, das stimmt, ja. Ich weiß es nicht. Also, wissen wir noch nicht, wissen wir noch nicht. Wir haben eine neue Partei im rechten Raum. Also. Die scheiß Colgate-Partei. Oh, gute Frage. Weiß ich gerade gar nicht. Die, kann ich dir jetzt auch nicht sagen, ja. Apropos, ich muss wieder einen Zahnarzt nehmen, wa? Oh, ja, geht ja. Er zur Kontrolle hin, oder sagt er, überspringe ich. Mal so, mal so. Ja? Hast du Goldzähne? Ich habe jetzt auch eine, Füllung, weil ich mir als Kind auf dem Kickroller hinter die Kickroller mal auf dem Lenker und da habe ich mir die Fresse quasi ja, die mit dem geschlagen. Mit dem Knüppel da? Ja, ich habe die ohne. Ich fand die mit Knüppel immer scheiße. Fand ich auch immer scheiße. Habe ich auch nie verstanden, wie man damit fahren kann. Das waren immer die neumodischen Kinder mit dem Knüppel. Der gute alte Lenker, den hat man genommen. Potthässlich, wirklich. So ein Dreirad. Ich kann auch mit zwei fahren, weißt du? Super. Bin ich. Ja. Joni, hast du mal eine übernatürliche Erfahrung gemacht? Ja, das ist es, erzähl. Und jetzt enttäuscht uns aber auch nicht. Ja, das enttäuscht mich immer. Ach, kacke. Ja, ich habe auch keine. Ja, bestimmt, ja. Aber ich kann mich nicht erinnern. Dann mach das lieber. Bei mir meine letzte war, ich habe letztens wirklich, ich bin aufgewacht mit einem Song. Ja. Ich ohne Grund diesen Song im Ohr, also so, ich bin aufgewacht und hatte diesen Ohrwurm. Ich hatte nie gehört, so bestimmt ein paar Jahre nicht mehr. Dann gehe ich, doch, aber dann gehe ich, Dings, Radio ist an und dann kommt der Song halt direkt. Dann habe ich schon gedacht, das war ein göttliches Zeichen. Wie findet ihr? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du aufwachst mit einem Song und dann kommt der wirklich und das ist kein Song, so der alle Tage da läuft. 1 zu 100. Das war Manic Monday von, was weiß ich. Ich weiß nicht warum. Manic Monday. Naja, aber ist ja trotzdem, wie viele Radiohüter gibt's? Und dann kommst du wirklich und dann denkst du, das kann doch nicht sein. Harald Lebkuchen magst du ja überhaupt nicht, ne? Das hatten wir ja schon mal. Nee. Und das sag jetzt nicht mit Füllung, dann bin ich raus. Mit Füllung? Boah. Mit Füllung. Wer isst sowas? Das ist widerlich, wirklich, also. Mit Füllung. Für mich wie Marzipan, die Hände schlägt. Ja, das ist ganz schlimm, wenn man da reinbeißt und dann kommt dann eine Füllung raus. Da finde ich ganz weird. So eine Pisse. Ja, hier gibt es 100 Löcher, aber ich gehe mal ins Falsche.
Und zum Thema übernatürliches Zeug ist mir was eingefallen. Jungs haben in der Schule Gläserrücken gemacht und das ist eine Fensterscheibe zerplatzt. Alter, wenn sowas passiert, ich wäre auch weg. Habt ihr sowas mal gemacht? Nee, ich habe natürlich so dreimal sowas wie Bloody Mary im Spiegel gesagt. Habe ich aber 5 Tage nicht in den Spiegel geguckt. Und dann kam meine Mutter, stand hinter mir dann, ne? Also. Ja, also. Ja, da ist gruselig hier noch. Kleine Insider-Info. Habe ich keine Musik mehr? Ich verstehe die Karte schon wieder nicht. Déjà-vu habe ich einmal im Leben gehabt vielleicht? Nee, hat man andauernd. Ja. Ja, aber da heißt ja, dass ihr dumm seid. Kann sein. Ja, meinst du, du warst dann wirklich... Ich glaube, ich habe in den 80ern schon mal gelebt. Aber als alter Opa. Ja, du spinnst wirklich, ey. das kommt wahrscheinlich hin. Wir driften uns richtig ab. Alle denken, wir sind hier so richtige Esoterik-Leute. War Globuli erstmal. Habe ich wirklich als Kind... Habe ich Globuli bekommen. Ich glaube, ich auch, ja. Muss ich ehrlich sagen. Früher war es... Ja, natürlich. Träume, die wahr werden, boah, hätte ich Angst vor. Hatte ich aber noch nicht. Erzähl. Ah, der ist pervers wahrscheinlich, ne? Also. Was? Nur was zu werden? Echt? Hattest du wirklich? Nein, wirklich jetzt? Du bist ein Idiot, wirklich. Das ist doch recht sauer. Auf allem so hat nicht geklappt, weißt du? Kann ja noch passieren auch. Gehörden hatte mich zurück. Das stimmt. Was denn? In den 80ern als der Opa gelebt ist problematisch. Irgendwo schon. Aber ich war nicht der Opa vielleicht. Wahrscheinlich. Kleiner Nazi. Napier? Also. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Yo, ich esse ganz viel und so. Nee, wie geht das? Also so eine Kacke höre ich mir nie an. Nee, wirklich ein geiles Lied, hätte ich jetzt Bock drauf auch. So Lieder sind bei mir wirklich... Nee, das ist wirklich ein geiles Lied. Auch Karneval-Lieder, da muss ich sagen... Karneval ist auch die Jahreszeit, da wo ich mich einschließe den ganzen Tag. Oh, besseres. Ist... Ja, stimmt. In Frankfurt, Alter, jetzt hör doch mal auf. Kommt halt einiges rüber von der Kultur. Wir haben ja viele Mischkulturen. Viele Kölner. Nee, aber man hört ja viel auch, ne? Hm? Jetzt wird's pervers. Wer? Nö. Natürlich kannst du das. Kann ich nicht. Na, so ein bisschen? Ja, ein bisschen kann man. Kann nicht jeder, auch daran, ja. Nicht der Lucky Charakter. Was noch Homestead? Das du kannst das nicht mehr erzählen, ne? Noch. Nee, hab ich nicht. Wo wir gebannt wurden. Natürlich haben wir das gestreamt, oder? Was jetzt? Ah, das auf FM meinst du? Ah, nee, das war nicht Homestead, wo wir gebannt wurden auf dem. Auf ja, das war auf FM. Ja. Das haben wir zum Glück gestreamt. Einfach durchdrücken, nee. Mein Gott. Nee, das wusste ich auch nicht. Durchdrücken. Was mache ich denn? Wie? Richtig, der Weg ist geebnet. Und zurück.
und normal. Was für Durchdrücken, ich verstehe es nicht. Wie aber Toilette. Was ist das für eine Kacke? Also, was sind eure neue Jahresvorsätze, die ihr euch macht? Ah, leck mich im Arsch, sowas mache ich mir nicht. Richtig. Man braucht Ziele im Leben. Ja. Ich habe nur einen geheimen. Oh ne, ich weiß es schon. Nix, gar nichts Schlimmes. Ich weiß, aber trotzdem weiß ich es. Nein, weißt du, das kannst du nicht wissen, nein. Doch, glaube ich schon. Nein, 100% nicht. Okay, kenne ich nicht. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was du gedacht hast. Ja, ich will es auch gar nicht wissen. Das will ich auch gar nicht wissen. Aber das ist es nicht. Also falls du jetzt denkst, das was ich... Du weißt es doch gar nicht, ob das ist, aber nicht. Weiß ich nicht, nee, aber... An was denkst du denn jetzt? Na, ich weiß es. Nein, kannst du gar nicht. Nein. Also, das krieg ich doch, ja, bitte halt, ne? Alle, die jetzt Epilepsie-Anfälle bekommen können, abschalten. Bin drin. Nee, hey, das ist Schwachsinn. Das hat mit einem guten Golfspiel nichts mehr zu tun. Das hat mit einem Big Mac. Habt ihr schon mal einen Fremden beleidigt? Ja. Ich bin. Nee. Bestimmt habe ich das. Echt? Dass du so ein Fremder dich anrempelt und sagt, du dummes Arschgesicht? Ich glaube, ja. Echt? Nee, das könnte ich nicht. In der Öffentlichkeit bin ich wirklich höflich. Ich halte den alten Leuten die Wange hin. Oh, nee, nee. Nee, da ist bestimmt schon was passiert. Ich kann mich dann auch nicht zurückhalten, auch wenn da so ein... Du bist doch so ein gefasster, der nie ausrasten kann. Nee, aber wenn da so ein Bodybuilder vor mir steht, dann kriege ich halt auf die Fresse so, ne? Echt? Nee. Ja, aber wenn... So einer, der gar keine Scheu hat vor... Nee. Es kommt wohl drauf an, aber ich glaube, dass das schon mal passiert ist bestimmt. Aber ich weiß jetzt nicht, warum. Seid ihr ruhig oder aggressiv, Autofahrer? Ja, was man von sich selber sagt und was man ist. Also da sind schon einige Wörter geflossen. Und einige Finger habe ich schon gezeigt. Mein Trick beim Autofahren, wenn man aggressiv ist... Ja, siehst du, aber guck mal. Nein, den kleinen Finger zeigen. Ich zeige immer den kleinen Finger. Das ist keine Beleidigung, aber der Gegenüber weiß ganz genau, was du meinst. Okay, und was ist, wenn der dann mal anhält und an deine Scheibe kommt und alles? Also da habe ich auch schon Videos gesehen, ne? Ja, wir leben doch nicht in Russland, wo die sich dann abknallen, sobald du kennst du die Videos. Ja, aber habe ich auch in Deutschland schon gesehen. Ja. Also ohne abknallen, aber. Ich habe noch nie im Straßenverkehr eine richtig schlimme Situation, wo ich dachte, jetzt fast gestorben. Das stimmt nicht. Zahlkäfige. Ich habe ja gesagt, Truckfahren, aber wenn der Lami wieder sein egoistisches... Wie lange bin ich eh nicht mehr? Ach, wir machen bis heute bis 5, habe ich gedacht. Echt? Nee. Aber bis 2 ja mindestens. Nein, 100% nicht. 100% nicht. Könntest du jetzt echt so bis 2? Ich auch haben. Oh, der Kürden gewalttätig. Hat einen Motorradfahrer vom Moped gezogen. Mopedfahrer. Nee, das ist nicht cool. Hey, was ist denn da passiert, Kürden, Alter? Das finde ich nicht cool. Na gut, der kommt natürlich auch drauf an. Also. Ja, mein Gott. Kann natürlich sein, dass da wirklich was Schlimmes passiert ist.
Zum Beispiel, das war ein Terrorist auf dem Motorrad, der sich fast in die Luft gesprengt hätte, den hätte ich auf dem Motorrad gezogen. Ja gut, dann ist das ja Notwehr. Aber so, also körperlich angegangen bin ich auch noch nie irgendwie, oder seid ihr da auch? Nee. Schlägerei oder so hatte ich nicht. Nee. Hab ich auch nicht. Das riechst du. Das kannst du abschätzen. Wenn der Blick kommt. Was habt ihr früher immer gerne gekauft, was das jetzt nicht mehr im Sortiment ergibt? Ich finde immer, also mir fällt das dann gar nicht auf, wenn die Produkte auch wechseln, was? Wüsste ich jetzt auch nicht, also was? Boah. Es gibt viele nicht mehr. Aber es gibt irgendwo alles noch, wenn man mal sucht. Kann ich jetzt nicht auf der Stange, fällt mir gerade nichts. Gibt's sie nicht mehr? Er ist verboten, ne? Warum ist das verboten? Weil Deutschland ganz komisch ist einfach. Ich bin nicht in der Kieferbranche. Das ist Einbildung von denen. Ach, fick, fuck. Natürlich. Gute blaue Gold. Blaue Gold, also. Da merkt man, dass du dass ich mich dich auskennst. Also, jetzt nochmal von Kürden das Statement. Ja, bitte. Wir bewerten das natürlich moralisch. Wir bewerten das. Ist, also, da, der Mopedfahrer ist nach Oma reingefahren beim Fallen. Was? Beim Fallen mir in die Seite rein. Und wollte dann abhauen, weil besoffen, kam später raus. Als die Polizei kam, hat sie die Situation etwas falsch eingeschätzt und mich gezügelt, bis sie verstanden, dass ich dort nicht das Problem war. Auf, ja, da musste auch für studiert haben für den Satz. Also wie ich es verstanden habe, die Oma, da ist jemand der Oma reingebumst, sag ich mal. Und er war bis. Ja, aber gut, da kann ich aber das Runterziehen dann auch irgendwo ein bisschen. Ja, machen. Ja. Einen Besoffenen musst du vom Verkehrsmittel runterziehen. Auf jeden Fall. Den musst du direkt rausziehen. Das Verdienstkreuz von mir. Besoffen fahren ist sowieso das Schlimmste, was du machen kannst. Kann ich auch nicht nachvollziehen, ja. Ja, alles gut, Gürten, alles gut. Ich kenne das. Ich habe auch so Finger, die tippen, was sie wollen immer. Schlaftabletten, gutes Thema, wo wir jetzt auch. Nein, sind. Also da, ganz klar nein. Habe ich Angst vorzunehmen, dass ich dann süchtig werde. Ich habe da Fälle wirklich, die können nicht mehr ohne Schlaftabletten. Würde ich nie nehmen. Ich lieber Red Bull nochmal am Abend. Um wollte ich gerade sagen, also. Als lieber bin ich 24 Stunden wach als. Echt? Boah, doch, bei mir schon. Und ich trinke das auch häufig. Ich habe noch nie Red Bull getrunken. Soll ich euch noch was sagen? Ich habe noch nie einen Energy Drink getrunken. Nein, und jetzt muss ich die Freundschaft. Soll ich euch noch was sagen? Ich habe in meinem Leben einmal einen Döner gegessen. Das ja, weiß Leute. Ich, das weiß ich. Das fand ich damals schon traurig. Ja. Aber das mit dem Energy. Nee. Doch, nein, aber da musst du auch jetzt abbrechen. Ja, also ich finde, das ist wirklich ein Bacillus in der Gesellschaft. Dieses Energy. Ja, nee, ich lebe davon. Das macht mich aus als Mensch, dass ich von selber. Nein, es geht aus nicht Bett mehr. Hüpfe wie eine Eins. Nein, aber du. Und ich weiß, dass durch die Energy, wenn du den Körper dran drillst, dass du nur noch wach bist, wenn du diese Pisse trinkst. Ja, stimmt. Dann ist wirklich. Du gewöhnst deinem Körper die natürlichen Funktionen ab, erwacht zu werden von alleine, fleißig zu werden von alleine. Wo muss ich hin? Und darum finde ich, muss Energy Drinks müssen abgeschafft werden. Guck mal, es geht ja gar nicht darum, dass du süchtig werden sollst, aber warum hat man nicht die Interesse daran, das zu probieren? Bei drei auf dem Zapfen ist. Das stimmt überhaupt nicht. Ich hab so viel nicht probiert. Ja, aber warum soll ich dann probieren?
Weiß ich nicht. Ja, siehste. Ich weiß es nicht. Ja, Cola ist für mich kein Energy Drink. Cola hat er auch noch nie getrunken. Ist Zucker drin, trinke ich nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ne, Kaffee habe ich in meinem Leben schon getrunken, aber mag ich nicht. Aber Alkohol? Ich habe eine Kaffeemaschine, aber benutze ich nicht. Höchstens auf Kakao. Erköden alle Idioten. Ja, so. Gott, du musst mich nicht rechtfertigen. Das ist wirklich. Das ist doch scheißiger, was man nimmt. Es gibt Leute, die können auch ohne Schlaftabletten und so. Das ist alles eine Sache. Da verurteilen wir doch keinen. Das ist doch alles scheißiger. Verurteilen tun wir eh niemanden allgemein. Eben, also wirklich. Was ihr von uns denkt, das ist eine Frechheit. Das heißt ja nicht, wenn wir eine Meinung haben, dass die auch gilt, so, ne? Also eigentlich schon, ja, aber. Er ist nicht gesetzlich. Im Shade? Was? Also, Janni, was hast du wieder gemacht? Also, genommen? Der ist immer besoffen. Ja, irgendwie. Konter trinken, konter laufen, konter Bier. Schön, schön, schön. Ja. Ah, das ist schon mal Pizza gegessen, aber. Donno. Nee, da ist Teig drin. Weiß ich nicht. Kohlenhydrate geht gar nicht. Nenn mir noch was, was normales, was jeder schon gegessen hat, außer du. Das ist interessant. Baklava? Nee, habe ich noch nicht gegessen. Okay, aber da hört man ja schon oft etwas. Ja, kann man machen. Das war es dann auch schon, das Ende der Fahnenstange. Schade, schade. Ich dachte, jetzt kommt noch irgendwie so, ja, Toastbrot habe ich noch nie gegessen. Jeden Morgen. Ihr denkt auch wirklich. Ja, natürlich denken wir das. Oh, habe ich noch nie gegessen. Echt? Ja. Und mich aber verurteilen? Nein, ich habe dich nicht verurteilt. Ich habe gesagt, du hast keinen auch Döner gegessen. Nee. Ja, das geht gar nicht. Da hast du doch einmal. Darum, ja, es ging um den Energy Drink. Energy Drink ist dasselbe. Wie ein Döner? Aber du hast kein Chili con Carne gegessen. Ich habe so viel noch nicht gegessen. Das heißt Chili mit Fleisch übersetzt. Ich habe so viel noch nicht gegessen. Nicht zu verwechseln mit italienisch Carne, der Hund. Chili mit Hund. Das gibt's nur in. So. Bitte. Wie, was wolltest du sagen, Leute? Ich habe nur gesagt, ich habe so viele Sachen noch nicht gegessen. Das ist doch nicht schlimm, muss man auch nicht. Nee, nee. Ich weiß auch nicht, wie Kiwi oder so schmeckt, keine Ahnung. Nee, Kiwi. Also, pur. Nein, ja. Oder keine Kiwi gefressen, er hat auch ganz sicher keine Drachenfrucht gefressen. Also, wirklich. Ich habe einen Bug. Ich habe einen Bug. Bei Capri-Sonne bestimmt. Aber das ist alles künstlich auch. Nein? Ist 100% Drachenfrucht auch zum. Drachenlord? Als Schauerberg. Wie es ihm geht? Ich finde das ganz. Nee, ich finde das wirklich schade, was mit dem gemacht wurde. Dieses Hinpilgern, das ist doch wirklich eine absolute Frechheit, das gönnt man doch keinem, auch wenn es ein Arschloch ist. Ja, das hat niemand verdient, und egal dann, was er macht. Und da dann sich, wenn er dann einem wirklich mal das Maul versohlt, irgendwann reißt bei jedem die Leine irgendwann. Da muss man, wenn mir jeden Tag irgendwelche jugendliche Frankfurter Jungs stehen, Harald, ja, und also dann würde ich würd wirklich. Die Map ist so beschissen. Richtig. Ah, oh, Ficky Fucky Wunderland. Das ist eine scheiß Map. Hattet ihr mal irgendwelche schlechte Erfahrungen so im Internet?
Nee. Ja, viel. Ja, allein, ne? Wenn du schon die, so die YouTube-Kommentare bei so manchen Videos liest, da verlierst du den Glauben an den Gesehen. Das stimmt, ja. Aber... ja, das ist ja wohl nichts. Ja, doch, als ich im VR-Shit war und die gebumst haben. Ja, VR-Shit. Ja. Nee. Doch, ich finde das schon schlimm. Ja. Das ist ein Spiel ab 3, ab 0 Jahre alt. Da bumsen da plötzlich Leute rum in ihren Manga-Kostümen. Wenn echt das ist, das Elfriede aus Gummersbach. Und das finde ich wirklich eine Frechheit. Als Frau ununterbrochen, das glaube ich. SpaceX. Ich kann mich dann nur dran erinnern an so kindheitliche Sachen, ne? Ja, da gab es schon komische Situationen. Ach, im Internet aber. Ja, ja. Dann sag mal, kannst du ja hier offen kommunizieren. Na, das ist schon dann als Kind. Zeig mal. Ist als Kind schon vorgekommen, dass ich dann, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber jünger auf jeden Fall. Und dann wirst du halt von so einem älteren Mann angeschrieben und so, ne? Echt? Wo, in welchen Netzwerken warst du unterwegs? Ja, das war Facebook damals. Ja, und das ist bei dir noch im Internet. Guck mal, was die Frauen in echt erleben müssen. Willst du ja gar nicht wissen. Nee. Also so in echt habe ich noch nie erlebt. Nee, ich auch nicht, glaube ich. Also wirklich gehört, ne. Was schreibt er denn? Ja, da werden natürlich Seiten genannt, die ich... Was heißt nicht unterstütze? Was denn? Ja, warte, jetzt will ich es wissen. Ja, deine Lieblings... Oase. Pornhub oder was? Ja. Das ging schnell. Finde ich geil, aber... Boah, ich weiß nicht, ich bin bei sowas übel offen auch, ne? Also nicht, dass das jetzt stimmt, ich habe das nicht als Favoriten, aber... Dach. Ach, das ist doch nicht schlimm, Lami. Du hast Pornhub. Hab ich nicht. Boah, nup. Oh Gott, guckst du mal rein kurz, was die Füße da so treiben. So. Was die wirklich der letzte. Wir brechen das Thema bitte ab, das wird mir gerade ein bisschen zu... Wir gucken auch Kinder zu. Hoffentlich nicht. Nee, da musst du dann in die Fortnite-Kategorie gehen. Die witzigsten Dinge sind Männer, die gerne Sklaven sein wollen. Ja, hast du den richtigen an der Leitung mit Lami? Da kann er dir einiges drüber sagen. Also, wirklich. Sklave, ja. Es gibt ja, da gibt es unterschiedliche. Es gibt auch so Geldsklaven, habe ich schon. Nee, ich gucke gerne Reportagen, ja. Die Reportagen nennst du das. Ich in der Kategorie bei nennenswerten Webseiten, die du da durchklickst. Nein, da merkt man, du hörst nicht mal zu, so. Was, ich habe gerade über Geldsklaven geredet, was, wo, also wo findest du sowas auf einer Seite? Das kam mit Brigitte 50 Meter entfernt, Remig. Was hast du denn damit zu tun? Finde 70-jährige alte Frauen in deiner Nähe. Und da bin ich drauf angesprungen. Habe ich das? Habe ich mich angemeldet? Habt ihr auch mal gehabt? Was? Immer. Na, habe ich mir Gedanken machen. Nee, Kürtner habe ich nicht gehabt. Was denn? Habt ihr nie auf Insta Nachrichten bekommen, dass Leute irgendwas von euch kaufen wollen oder euch Trinkgeld für Leistung anbieten?
Ich ja, also nicht, die, nee. Die typischen Bots kriegt man natürlich, aber so richtig. Natürlich. Ernst, Boomsbots nennt man sie ja hier im Fachjargon, aber so was Ernstes glaube ich noch nicht. Die habe ich nur verschickt. Die Angebote, wo die kommen, die verschickt man mal. Also ich den Flammi ist das allerletzte, was es gibt auf dem Planeten eigentlich. Das ist ja genau mein Humor, ne? Ja, mein Gott. 50 Dukaten. Ja, aber bei Insta glaube ich, dass da auch einiges abgeht, ne? Einzel. Auch bei den Frauen, ja, ja. Was heißt glaub? Was heißt auch? Man weiß es ja. Ja, vor allem bei den Frauen. Ja, eben. Traurigerweise halt. Ja, das ist die Frage. Was können wir als Gesellschaft dagegen unternehmen? Ja, sowas, wie willst du sowas, ne? Ich habe mal aus Witz geschrieben, dass mein Fenster mal geputzt werden müsste und die Person war interessiert und wollte auch gerne beschimpft werden. Ah, das finde ich aber geil dann auch. Ja, aber, also, du hast Fenster putzen und kannst ihn noch beleidigen, warum nicht? Papa-Humor. Was ist Papa-Humor? Hä? Habe ich mal gemacht, ja. Echt? Hast du mal geantwortet? Nee. Nee. Du denkst, die Serafina HD ist da wirklich. Ich denke immer, die sind echt, ja, ja, ja. Und dann immer, wenn sie ihre Links mitschicken. Ja, und dann muss ich irgendwann 5000 Euro zahlen, weißt du? Ja. Klar. Einer findet es geil, wenn er mir Geld bieten würde, damit ich ihn überfalle, ja. Boah, es gibt alles auf der Welt, ne? Natürlich, aber ich finde vieles ist ja, finde ich ja auch nicht schlimm, aber wenn du andere damit nicht belästigst, so, ne? Und wenn du da dein Ding hast und da drauf stehst, ist doch okay. Richtig. Und wenn andere damit machen wollen, dann Jackpot. Mit welchem Ding jetzt? Jedes Gespräch von uns ist driftig. Nein, ich meine jetzt allgemein solche Fetische halt. Da ist der Lami quasi fetisch Ansprechpartner in Deutschland geworden. Ich sag dazu gar nichts, also wirklich. Es gibt Fliesentisch und es gibt Fetisch, weißt du? Da kannst du eigentlich nur eins zu. Super, ja! Fliesentisch, habt ihr jemals einen gehabt? Sind Fliesentische nochmal? Einfach Tische mit Fliesen. Diese, ja, bestimmt. Die du bei RDL 2 ja, 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 klar. Richtige Assi-Bude. Ich, vielleicht sagt jetzt aber ein Zuschauer, hör ich. Hab nicht, ich bin Fliesenverleger, aber auch ein Eigen. Ich bin der Fliesentischbauer, ne? Ja, aber wäre das schlimm, weißt du? Nein. Nein, wäre es nicht, Lami. Nein. Ich sage nein. Verlesen. Tisch. 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 Ja, yeah, ja. Yeah. Nö. Doch, doch, habe ich schon oft. Ja, yeah, ja, yeah, finde ich ganz weird, ja. Das kommt darauf an, wie lange du darüber nachdenkst. Ne, fühle ich. Ich habe nie darüber nachgedacht. Ja, doch, 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 doch. Ich habe mal sehr lange über Milchschnitte nachgedacht, ne? Mhm. Finde ich ganz schlimm. Ja, nein. Wie heißt du nochmal, Lukas? Wie bitte?
Wie ich was? Wie du heißt. Hä? Wo wir gerade bei Eigennamen sind, warum nicht? Hä? Timo. Hast du doch gerade gesagt so. Ja, stimmt. Da ist er. Hey, aber was war das für eine random Frage jetzt? Ja, ich weiß das selber nicht. Da hat sich die Müdigkeit rein. Das war keine Provokation, es war... Nein, ist doch alles gut. Reine... Ja, Gehirn finde ich auch ganz schlimm. Den das Wort. Gehirn? Ja, ganz, warum heißt das so? Finde ich überhaupt Gehirn. Nicht schön, diesen Namen. Also finde ich... Passend. Gehirn? Sag das mal ganz oft jetzt bitte. Ja, Gehirn. 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 Nee, Messer finde ich wunderbar. Messer ist okay, ja. Messer ist okay. Ja. Gehirn. Löffel, ja. Ist eigentlich komisch, ja. Ballade. Pfeifhaus. Ja, aber da musst du nicht drüber. Gehirn. Ja, das ist echt interessant. Was wollte der erste Mensch von der Milch von der Kuh? Er wusste ja nicht, dass man die trinken kann. Warum leckt er an den Sitzen rum? Ja gut, er kennt da vielleicht... Fragt die militante Veganerin, keine Ahnung. Nee, das war ein Fetisch. So sind nämlich die entstanden. Ja stimmt, und Kuh klein zu hacken und den eigenen Darm zu pressen, das stimmt. Es gibt Dinge, da muss man auch nicht drüber nachdenken, oder? Aber Milch kann ich ja noch verstehen, nuckelst bei der Mutter, allerdings du kommst, dann nimmst du halt die Kuh. Meine Reuter. Wie heißt Mandu in echt? Hä? Fragt sie gerade. Also, steht das da wirklich in deinem Chat? Ja, nein. Wenn sie, was meint ihr, wie ich in RL heiße? Also. Margarete. Ja, solange sie das selber fragt, ist ja okay. Na eben. Ich dachte schon. Nein, ich frage nicht, wie die Leute im Chat heißen, aber ihr seid natürlich offen, das reinzuschreiben, ne? Katja oder so, keine Ahnung. Katja, Stefanie. Stefanie, Katja, sowas, ja. Das ja, muss ja nicht. Auch nicht unbedingt. Manuela, na klar. Na klar, super. Ach, na klar, jetzt habe ich es geleakt. Na, das ist eine Manuela, das ist ganz klar. Michelle. Michelle. Mucki. Mucki. Die von den Wohlenis, kennst du die? Die kenne ich, die kenne ich. Oh, und ich will so eine Kackkarte mit diesen Drecksdingern hier. Okay. Jetzt musst du aber auch eigentlich auflösen, ne? Eigentlich ja. Wenn man schon so Auflösung kommt dann nicht. Michaela bestimmt. Hufflepuffs Name wurde ein englisches Meme. Okay. Was kann das denn sein? Ja, das habe ich auch gedacht. Rick Roll, weißt du. Nein. Weiß ich überhaupt nicht, was das... Jetzt würde ich aber auch gerne wissen... Doch, ein Meme in ja, hier. Kevin. Ja. Oh. Kevin Karen heißt du. Ja, ey, wenn das jetzt echt ist, dann finde ich krass. Ja, klar. Doch, klar, logisch. Ja, man, du ist okay, komm. Brigitte. Echt, ja, Karen, ne? Ich hab's gesagt. Boah, richtig 100. Ja, Deutsch, ne? Ja, klar.
Gary. Quizzy. Yeah. Matthias. 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 Atze. Manuela Donita. Lolita. Ich habe mich gerade gefragt, ohne das jetzt zu liegen, ne, deinen echten Namen auch, ne? Aber ich glaube, ich weiß den. Von Jonny, ich glaube auch, dass ich. Das ist ja international. Ja, aber da frage ich mich, was würde man sich denken, ne? Hört der mit innen auf? Ja. Ah, okay. Ja, ach, jetzt hast du aber auch geleakt. Ach, komm. Tim. Gut. Nee, ich weiß, ihr sagt doch nicht jetzt den nächsten Namen. Nee, ich weiß jetzt auch, aber... Ich weiß natürlich, das hatte ich noch im Kopf. Na gut, aber jetzt kann man es ja erraten auch. Ach, so eine Kacke. Ja, auch ein scheiß Insider da. So, ja, stimmt. Alter. Ja, mein Gott, da bist du einmal nicht im Stream. Also. Oh, hier mal draußen. Well. Jutti. Wie? Ja. Nein, habe ich noch nie gehört. Wirklich nicht. Nein. Habe ich noch nie gehört. Ja, doch, habe ich wirklich? Auch ganz schreckliche Fehlbildungen im Gehirn, die sowas verursacht. Ist eine Krankheit. Ich kenne Leute, die 5 sagen. Oder 12. 12, ja. Ganz schlimm. Oder 11 auch. 11 sagt aber auch. 11, okay. Ja, das war ihr wieder Sprachfehler. 11. Es heißt 11. Nee. Hast du gesagt? Ach. Dann sollst du vielleicht weniger Filme gucken. Kirche. Kirche. Hab's in den Mod-Chat geschrieben, warte, ich muss gucken. Nee, also wer Kirche sagt, oder China, nee, wir China. Oh, okay, da wäre man nicht drauf gekommen. Ja, ist ein guter Punkt. Church. Kirsche. Church. Der war drüber. Lady, my lip and load of motion. Nice and dirty to find me. Oh, listen to mine. Listen to you. Tonight is not tomorrow. Das macht es nicht besser. Nee. Lutschen mit Lutschen. 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 Das ist doch eine Fantasiegeschichte. Eine Fiktion. Das ist doch Science Fiction. Weißt du, was ich mich gerade wundere? Jetzt habe ich auch erst nachgedacht, ne? Oh nee, was kommt denn jetzt? Ja, guck mal auf die Uhrzeit und guck mal, wer mit uns auch gerade Golf spielt. Hast du dir das schon das mal nahe? Mich allgemein, ja, jetzt wundert mich das gerade. Aktiv ist wirklich.
Ja, was ist, seitdem wir den Podcast angefangen haben. Aber auch geil, dass du uns das nicht so sagst, ne? Wir müssen das schon immer selbst herausfinden. Ja, das ist echt so. Du fragst ja nie, kann ich mal mit... Dann würden wir... Nee, darum geht's ja gar nicht. Was hat das mit Betteln zu tun? So ein kleiner Johnny mit Soße, weißt du? Das ist komisch. Hm? Ich bettel doch nicht. So was schon so. Also wirklich. Bettel, ne? Jo, Reinhard. Fleißig. Habe ich den Link auf der Kante. Ja, wie heißt er denn? White Night. Ah, so ein Podcast ist schon geil, ne? Wäre schon geil auch. Ich habe Angst, dass uns morgen die Themen ausgegangen sind. Nein, das geht nicht so schnell. Boah, ich weiß nicht, worüber... Ich habe Angst, dass morgen zu früh ist. Morgen Warum? Zu früh, was heißt das? Lami, kannst du nicht? Nee, das kann ich. Ich kann schon, aber... Ich war, also ich hoffe, da ist auch das gleiche Feeling da. Ja, da habe ich auch Angst. Das meine ich, ne? Also um 23 Uhr könnte ja nicht, ne? Also, ich kann auch sein, dass ich 22 Uhr fertig bin, aber... Ja, ja gut, warum? Das ist auch Sonst ein Risiko. Sonst wäre es 22:30 gewesen, Joni. Das stimmt. Also ob dann 23 Uhr plötzlich zu spät ist. Ja, und dann sagt er halt, er kann nicht. Ja, das will ich halt vermeiden, ne? Dass ich dann am Ende sage, ne? Kenn ich gar nicht. Ich auch nicht. Wir sind ja High-Quality-Producers. Komm mal ruhig. Wenn wir was machen, dann auch. Was ich aber gemerkt habe im Podcast. Ja. Kritik von meiner Seite. Wir dürfen nicht dazwischen reden oft. Dann ja, aber das lernst du ja. Genau, das kannst du nicht abstellen. Und Klatschen sollten wir nochmal überdenken. Also, bis ich das synchronisiert bekomme, das hat Jahre gedauert, ey. Boah. Weil, ja, am besten so einer sagt ein Piep, dann muss der andere direkt im Anschluss Piep sagen, der andere wieder Piep. Damit man so die Antworten quasi im richtigen Zeitabstand hat. Bup, genau so. Piep. Sobald man es hört vom anderen, ja, das würde mir helfen bei der Regie, wenn ich das dann weitergebe. Tipps und Trick. Ja, genau. 1, 2, 3, 4, 5 abwechseln. Das ergibt Sinn. Ja. Stimmt. Im Endeffekt machen wir alles, was du willst. Ach. Wirklich alles. Ja. Super. Wie findet ihr Haferflocken mit Milch, frischen Himbeeren, Blaubeeren, einem Bananenstückchen und einem aber kleinen ich auch Schuss? Also, ich mich nicht übergebe. Honig zum Frühstück. Nee, warum nicht? Warum nicht? Also, hört sich geil an so, aber ist nicht meins. Ja, aber das ist doch dann gar nicht mehr trocken, wenn das du ist, da. Das ist der Schwachsinn, Joni. Jetzt kommt Dr. Joni wieder. Dr. Schulze. Das ergibt Sinn, da hast du recht. Ja, da hast du recht. Haferflocken, einfach eine tolle Nährstoffquelle. Außer Natur. Hä? Also. Frisst du Pillen den ganzen Tag? Zinkpillen, Natriumchlorid.
Ja, das hat keine Fehler gelaufen. Du bist wirklich kaputt. Damasch. Ja. Dinkelflakes. Also Cornflakes nehme ich nicht zu mir, das ist gegen meine Religion. So ist kritisch. Ja, da haben wir auch wieder die Verbindung zum Außenreporter verloren. Und Pommes, so ist es. Boah, mach mir keinen Hunger jetzt. Pommes-Schranke, richtig darauf gebuttert. Knusprig. Boah, Kroketten sind doch so geil einfach. Wer die erfunden hat. Oh nein, jetzt habe ich Hunger. Das ist ganz boah, doof. Mach dir jetzt nochmal Kroketten. Nee, ich habe keine. Ich auch nicht. Ich würde es euch jetzt gemacht. Letzte. Was hast du? Was hat er? Fuck, ich habe, glaube ich, noch. Ich habe was Ähnliches, glaube ich. Krokant. Nee. Kennt ihr diese Kartoffelgesichter? Hast du gerade im Spiegel geguckt, oder? Der mega geil. Ich habe die nicht. Aber ja, doch, sind die Kartoffelgesichter sind die geilsten, ja, klar. Ich finde. Dazu kann ich sagen, die finde ich nicht mehr, ne? Habe ich lange nicht mehr gesehen. Doch, die gibt's noch. Gibt auch Kartoffeldinos. Ich hab Minions, habe ich. Gesichter. Ja, das Smiley. Funny Frisch. Boah, ja, klar, gehen. 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 Mickey. Gut gespielt. Was kosten die? Boah. Naja, für zwei Gesichter da drin. Mehr Luft als Liebe. Also. So, ich meinen kleinen Trick auf dem. Ja, der hat geklappt. Ah. Scheiße, in meinem Keller liegt eine Leiche. Wo ist der, das kommt? Du bist so berechenbar, so unfassbar. Ja, auch ein geiles Lied, ne? Absolut nicht. Warum nicht? Finde ich kacke, das Lied. Warum? Finde ich scheiße. Die Kacke. Ach. Sängerkacke. So. Ja, kannst halt nichts mehr ran. Bin da kein Talent. Der wäre beim Recall rausgeflogen schon. Yo, geil. Bin ich auch, dass wir bald so eine Show machen sollten. Was für eine Show? Tja, wo gesungen wird, ja. Ja, frag mal Knossi. Gibt's nicht viele Shows so? Ja, eben. Der hat das ja nicht erfunden. Nee. Man merkt, die Spannung in dir ist. Also, es ist auch spät eine, so. Ja, eine machen wir noch und dann gehen wir ins in Feierabend rein. Ja, die ist jetzt mal, jetzt guck doch mal richtig mit Schnee. Nee. Oh, super. Einfach braun. Wenn ich das schon sehe. Achso, das ist die von Garde. Bist du braun, kriegst du braun. Ist ja schon ein berühmter Spruch auf dem auf der Playa mittlerweile. Wie und wann habt ihr euch das letzte Mal verletzt? Mm. Boah, ich wurde dem letzten Herzen ganz tief verletzt. Nein, Spaß. Oh, also nein, mein Gott. Scheiße, geht mir so auf den Sack. Nein, aber ich kann mich an sowas nicht erinnern. Ne? Da kann ich nie mitreden, keine Ahnung. Ja, auch irgendwo knall ich immer gegen.
Nee, da bin ich ja nicht so. Prellungen an der Hand, habe ich noch nie gehört, immer eine Prelle. Kleiner blauer Fleck. Ja gut, aber ich will was Blutiges hören. Ja. Ich bin ausgerutscht letztens mal, also letztens vor ein paar Wochen. Und an der Küchenkante, diese oh. Kante, diese Ecke, bin ich mit meinem Brustkorb drauf. Ja, nein, aber das ist gar nicht und gut. Hat, und ich lag wirklich erst mal ein paar Minuten auf dem Boden und hab gedacht, scheiße, Alter. Hoffentlich hast du heute nicht, man nicht Herz, mehr auf. Ein Loch reingestochen. Na, boah. Wie in so einer Capri-Sonne. Ja, das habe ich dann auch geschätzt. Es hat geklappt. Und da war wirklich kein Durchdringen durch meinen Adoniskörper. Nämlich eine... Richtig, das ist ja klar. Und dann, ne? Ja, jetzt kommen nur die Fragen. Ja, jetzt kommen wir das Private. Wenn wir alle sagen, können wir es gerne machen. Nee, kann ich nicht. Machst du nicht, Lami? Gut, was mache ich nicht? Nicht. Nee, wenn du es nicht sagen. Nee, um was geht's noch? Was war die Frage? Nee. Das ist ihm peinlich. Da drücke ich die Peinlich. Gar nichts. Das kann ich dir sagen. Das ist der größte Assi-Spruch, den es gibt auf der Welt. Was drückst du auf der Bank? Ja. Hallo Heike, was drückst du auf der Bank? Was drückst du? Habt ihr aber Normalgewicht? Ich hab starkes Übergewicht. Nee, hab ich nicht. Nee, aber... Ich hab Normalgewicht, würde ich sagen. Ja, hab ich halt auch, ne? Hatte ich früher ganz stark. Gab's auch viele, ja, Kommentare, die man sich da natürlich als kleiner Junge... Ja, die kenne ich aber auch. ...geprägt haben. Die kenne ich auch. Man hört natürlich Sprüche wie du Lauch und so. Und Spargel und alles, weißt du? Und dann, ja, du lachst aber, wie das einen als Kind verletzen kann. Nee, ja, wie einen das als Kind verletzen kann, das ist nur unfassbar. Das sagt man so schnell, du Lauch, ja. Aber weißt du, wie, und man lacht dann drüber in dem Moment. Aber in echt, da blutet das Herz. Und seit dem Tag ist Harry jeden Tag ins Fitnessstudio. Ja, das macht was mit einem. Habt ihr noch nie... Ja. Was hab ich? Ja, wenn man da reduziert. Ja, natürlich. Viele Dinge, die du an den Kopf geworfen hast. Ja, aber Leute, man weiß nicht, wie es in der Realität ist. Kritik ist immer, es tut weh. Und darum wird auch jede jegliche Kritik in diesem Chat weggesperrt. Das ist klar, das ist klar. Hier herrscht keine Demokratie. Hier herrscht ganz klare Diktatur. Alter. Ja. Da schließe ich mich an. Aber was sagst du denn zum Thema? Ich finde das Thema gerade sehr spannend auch. Nee, nicht Diktatur, sondern... Sondern? Kommentare im Kindesalter. Ja, kann ich mich anschließen. Ne? Das alles, was im Kindesalter passiert, negativ ist, das bleibt hängen auf jeden Fall. Super. Nee, es ist so. Und das musst du dir auch bewusst werden. Da musst du dir auch bewusst werden jetzt. Und da ist der Chat auch ruhig. Warum? Weil ich merke, dass sie getroffen sind persönlich. Ja, ja, ja. Dass alle da was erlebt haben. Ach man, ja wirklich. Ach ja, nee, deswegen mag ich dich auch. So, ich liebe ihn. Wenn ich kein GTA spiele, auch. So, weiter. Mal. Nee, aber ja, Mobbing im Kindesalter, wo fängt Mobbing an? Wo hört es auf? Ja, das ist eine Scheißfrage. Das fängt da an. Bei mir war es so, da hat eine nette Dame
die ich als junger Mann auch nicht. Deine Ex-Freundin? Nicht nett fand. Ja. Ja, ich stand in dem und die hatte eine sehr persönlich auch für mich. Wie gesagt, ich bekomme auch quasi schon die Tränen in die Augen geschossen. Ja, die guckt gerade auch zu, ne? Ja, das glaube ich auch. Grüße an dich. Wir nennen sie mal Lea. Sie hieß natürlich in echt komplett anders. Nee. So, und dann, ja, und die hatte halt ich fand die halt nett. Ja. Und also du warst verliebt, kann man sagen. Nein, aber man hat natürlich gedacht, vor der willst du auch nicht blöd dastehen dann. Oh ja, ja. Ja, dann hat die halt. Dann hast du dich eingeschissen. Die hat eine Brotdose gehabt. Ja. Wo ein Lauch drauf war, ne? Oh. Ja, und dann hat die gesagt, das sieht aus wie du, oder? Das bist du. Oh nein. Und ja, ich habe drüber gelacht. Aber hat die das nicht so spaßmäßig gemeint? Natürlich, aber es ist, aber in jedem Spaß ist ein Funken Wahrheit. Du sagst etwas ja nicht ohne Grund, auch wenn du sagst, ich sag viel ohne Grund, nein, da schließe ich mich nicht an. Du sagst da nicht zu Arnold Schwarzenegger, guck mal, du bist ein Lauch. Also jetzt wollen wir doch mal ganz klar. Nee, da schließe ich mich nicht an. Störung im geistigen Zentrum für Verarbeitung. Ich sag viele random Dinge, ne? Die aber überhaupt nicht, ja. Ich habe auch oft gesagt, guck mal, das bist du und so, aber das trifft ohne ein. Das trifft ein. Scheiße, ich muss damit aufhören. Und da habt ihr auch Erfahrungen, die höre ich jetzt. Ja, gut, ich kann mich mit dieser Lauchsache anschließen, aber so im Allgemeinen halt oder Spargel. Aber keine Schlüssel-Szene, lieber. Das ist oft passiert, muss ich sagen. Deswegen. Dann macht es nichts aus. Das sagst du doch. Aber ist es irgendwie so, macht es dir nichts aus oder ist es ein Fünkchen? Natürlich Hoffnung, macht das einem was aus. Ich habe nicht gesagt, dass das mir nichts ausmacht. Ja. Es ist tief im Inneren, im Unterbewusstsein. Tja. Da ist auch was drin. Naja. Das ist eine Überleitung. Richtig. Also diese Themen. Das war das Beste. Sexualkunde. Tolles Thema. Oh ja, das muss ich kurz an. Das habe ich mich drauf gefreut. Fand ich nicht peinlich, fand ich geil. Ja. Haben wir uns alle drauf gefreut. Meine ganze Klasse früher. Wann ist endlich? Habe ich geliebt, ne? Das war ein bisschen doof, aber. Nein, hat die nicht. Doch, bei uns auch, doch. Ja, same. Same. Echt? Ja. Bei mir war Banane. Ach, das war. Das ganze Kleid gilt dann auf dem Tisch, Alter. Echt? Hab so harte Core-Sachen gemacht? Mm. Nee, aber ich glaube, das war schon Klasse 8 oder so, ne? Ja, wir auch, aber trotzdem haben wir nie in der Tiefe. Wir haben natürlich, wie die Funktion ist und anschauliche Bilder von der Anatomie, aber Körperwelt. Apropos nächstes Thema. Ich will jetzt mal wissen, Thema Lehrer auch nochmal. Ja. Ich muss auch viel über Lehrer reden. Ja, das fällt dir aber früher ein. Dann los jetzt. Das war die letzte Folge vom Podcast. Ich will da einfach wissen, ihr müsst ja auch irgendeine Situation erlebt haben mit einem Lehrer, wo ihr euch dachtet, nein, bis hierhin und nicht weiter. Ich will irgendeine Lehrer-Story jetzt haben. Ja, gehört, kenn ich. Was kennst du? Was war nur? Ich hab deine Frage jetzt nicht. Ja, ich will irgendeine Lehrer-Story. Irgendwas, was ein Lehrer gesagt hat oder gemacht hat und du dir dachtest, Alter, wo bin ich hier eigentlich? Du musst das vorlesen von Mando. Ja, bitte.
Kannst du es nicht laut vorlesen einfach? Gut. Also. Ich kann das nicht. Da muss ich wirklich. Da bin ich. Ich weiß jetzt nicht, über was ihr lacht, ne? Ich verstehe es nicht. Da bin ich so pietätslos, wirklich. Wenn ich diese. Wenn ich diese Stelle. Verstehe ich nicht. Wenn ich dieses Sternchen schon sehe, ich weiß schon, dass ich wieder bei diesem Namen lachen muss. Das tut mir jetzt voll leid. Aber das ist halt so. Ich bin halt. Ich hab halt so ein Pipi. Ich hab halt so ein Pipi-Kacka-Humor. So, also. Wenn ich jetzt gleich lachen muss, dann tut es mir leid, das ist nicht persönlich gemeint. Aber was, bei ernsten Themen muss ich immer lachen. Also, meine Klassenkameraden fanden es lustig, mich als Titanmonster zu betiteln. Warum lachst du? Weil ich halt schon früh in der Pubertät war und die arme Mando, die im Kopf noch Grundschülerin war, war überfordert. Ja, ich glaube ich auch keine Seltenheit. Warte, das war das jetzt witzig? Ja, das Wort Titanmonster fand ich lustig. Ja, gut. Ich glaube, das habe ich, ja. Das ist das Letzte, also den Namen muss man sich erstmal ausdenken. Nee, das habe ich auch schon gehört jetzt. Ja, ich wirklich... Ich lache wirklich, Gürten. Ich lache. So hört sich das an, wenn ich lache. Danke. Nee, aber das Thema ist natürlich eine klare Sache, ey. Das, wie viel da haben, ne? Ja. Nee, Mann, du, also wirklich. Da ging aber jetzt zum Klassenkameraden. Weil man früh in der Pubertät ist, wird man als Tittenmonster beschimpft. Ja, da, viele wünschen sich da doch in der Pubertät, oder nicht? Ich hab's auch, man hört es doch vor allem eher andersrum. Naja, ich wollte gerade sagen, du also, wenn du zu groß hast, wirst du gemobbt, wenn du zu klein hast, wirst du gemobbt, du wirst immer irgendwie gemobbt. Das Menschheit einfach. Ja, Kinder sind wirklich grausam. Richtig. Alter, wirklich. Auch früher immer dieses Brillenschlange und so, ne? Also wegen welcher. Also, können toll sein. Ich glaube, du kannst nicht in die Schule gehen, ohne nicht gemobbt zu werden auch. Ja. Es geht nicht. Auf jeden Fall. Guck mal, so kurz runterfahren hier. So. Ja. Warum wird denn jetzt zweimal. Warum kommt denn. Ja, weil ich doppelt hält besser. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt zweimal was Unterschiedliches kommt. Ich bin einfach ein Profi-Streamer, ist halt. Ich bin voll gut gerade, ne? Glaube ich. Ja, ich habe gerade immer noch diese Tränen in den Augen. Tränendrüse, klar. Habt ihr auch so? Ich habe richtig trockene Augen immer, ey. Oh ja, ja, ja. Aber ich würde nie Augentropfen oder sowas nehmen, ne? Ja, vom, ja. Und dann das muss kann ich nicht. Wenn ich gähne, dann davon läuft der Niagara-Fall, wenn ich gähne. Oh ja, das kommt, wenn du richtig müde bist, ja. Ja. Dann kommt der Fluss. Ja, ja, ja. Und der Aus... ach nee, komm. Der Ausfluss auch. Also wirklich so ein Pipi-Humor. Ey, das muss aber auch, ne? Ja, aber du, es tut mir auch leid, aber du weißt, wie ich bin. Ich lach bei sowas halt, ne? Nicht wegen der Sache an sich. Lach bei allem. Wenn ich Tittenmonster... Das ist halt für mich, dann kommt das Kind in mir durch. Ja, du hast verstanden. Ich finde es halt lustig. Ja. Ja, aber sie hat es gerade nochmal thematisiert, da muss ich das nochmal klarstellen. Ja, okay, es geht ja um. Man darf doch auch fast alles lustig finden, so. Ja, gut, bei ein paar Themen sollte man nie lachen, aber.
Nee. Ich bin halt gut da drin, immer, das war in der Schule früher immer so, immer gelacht, im Gottesdienst, immer vor die Ich wollte gerade sagen, Thema Gottesdienst, ich muss halt auch immer da lachen, wo du nicht lachen solltest. Und ja, das immer, ist aber, wenn das die Lehrer sagen, hör auf zu lachen, ja, dann schießt du bei mir aber auch rein. Ja. Da kannst du halt nicht. Ja. Boah, hole in one, ich bin so gut. Wir hatten einen Typen in der Klasse, der hätte mit 16 schon modeln können. Sportlich, ohne Ende und schlau, wie was weiß ich was. Der wurde gemobbt. Der wurde von der Parallelklasse gemobbt wegen einem einzigen schiefen Zahn. Also, ja, warum? Weil die Leute neidisch sind. Und dann suchen sie die Fehler. Und dann haben wir auch Tiefenpsychologie hier. Ich sag doch, ich glaube, du kannst nicht in die Schule gehen, ohne gemobbt zu werden. Es geht nicht. Doch, ich wurde nicht, also gemobbt wurde ich nicht. Ja. Ich glaube, auf meiner Schule wurde bestimmt, habe ich mitbekommen, Mobbingfälle ein maximal. Oh, bei uns gab es so viele. Ich war ja auf so einer sehr christlichen Schule. Hättest du da einen Anstand für Mobben gemacht, wärst du sowas von weg gewesen. Nee, bei uns gab es richtig viel, ne? Ja, also das gab es bei uns, war echt gut, das war kein Thema eigentlich. Natürlich gab es viele Pädophile, das ist eine andere Geschichte. Wir sind ja mittlerweile wieder. Das ist komisch, das dann immer. Menschen können so nervig und kraus. Also Menschheit allgemein. Was willst du dazu sagen? Das geht Menschheit? Nicht. Ich bin erstmal froh, dass es Menschen Nein. Menschen sind für mich ein Anker. Nein. An Freude. Ja. Nein. Mann, du hast einen Lacher voll auf einer Beerdigung gehabt. Aber das könnte mir auch passieren. Ja, das ist halt das Ding, ne? Da kannst du nichts machen. Das ist ja auch nicht so. Aber wenn du lachst, wenn auch die Lehrer früher gesagt haben, hör auf zu lachen, als könnte man was, als würden sich das aussuchen, jetzt gerade ein Lachflash zu haben. Ich wollte gerade sagen, vor allem diese Lachflashes halt, ne? Das geht nicht. Und die hatte ich dann halt wirklich zahlreich. Und dann musste ich auch raus, ne? Und ich bereue cool. Ich musste wie oft ich nachsitzen. Warum bist du denn auch wieder raus? Nein, wir wollten jetzt. Ich war im Gespräch auch. Ja. Dann machst du halt ohne Golf dabei. Ja, oder wollen wir jetzt nochmal wieder starten? Ja, wenn er will. Okay. Wir sind ja gerade mitten im Gespräch. Okay, ich starte neu. Das finde ich eine Frechheit, dass Lehrer das verurteilen, wenn man lacht, weil da kann man ja wohl wirklich nichts für, ne? Und ich finde, es ist was Schönes zu lachen. Ja, ich. Das stimmt nicht. Das stimmt wirklich nicht. Ich brauche nur den richtigen Humor. Aber wir haben schon komischen. Ich glaube, andere werden. Viele sind überfordert auch. Ja. Also wie ich so in meinem echten Leben mitkriege, viele, also die gucken mich auch blöd an dann. Ja. Habe ich schon, aber ich bin natürlich auch eine zweite. Super. Ich glaube, ich habe Leute mit meinem Humor auch schon zum Weinen gebracht. Ja, nee, das auch. Ich glaube, ja. Bestimmt hat man Eis, wenn das mal unter die Kunde kommt. Dann musst du erklären, dass das nur Spaß war. So, nein, komm. Kann sein. Aber was darf Humor, was darf er nicht? Eine ganz wichtige Frage. Ja, du hast ja gesagt, hast du noch nie gespielt. Jetzt sind wir da. Jetzt sind wir drin. Ach, wie schlecht ich bin. Ja, wir haben schon Kack. Also alle, die ja zugucken, müssen ja auch so einen Dreckshumor eigentlich. Ja. Können sie ja nicht gucken. Oder sowas wie RTL, die gucken halt und bemitleiden uns, dass wir so unfassbar dumm sind. Habe ich aber auch nichts gegen, ne? Nee. Also, wer hat das geschrieben? Ja, Mando. Also, wer sonst? Du Bann, weißt du?
Memo. Ach, Schutzi. Das ist halt also das Schöne, wenn man noch so eine kleine Chat hat. Man kennt die Leute. Man weiß, wie die ist. Wollte gerade sagen, kennst du alle auch? Sie? Ach, jetzt nicht Stream Elements. Das ist so ein geiler Humor gewesen. Ne? Ja, ich habe darauf gehofft, ein bisschen. Ja, du warst so schnell. Was hättest du denn gesagt? Hättest du es gesagt? So, Leute, nächste Story. Ich mache meine Erzählerstimme an. Zu mir kam jemand, der starke körperliche Einschränkungen hatte. Er trug eine Kappe von O2, kenne ich nicht, ja. Er saß zu einer Beratung vor mir und ich konnte plötzlich nicht mehr, weil mein dummes Hirn sagte, der Mann hat ein Handicap. Ich hatte so ein zu kämpfen, habe die Beratung durchgezogen und mich geschäft bis in den Tod. Aber der Typ sagte plötzlich beim Rausgehen, ich mache das immer mit der Kappe, schwarzer Humor, ist was Schönes. Und verabschiedete sich. Ja, und da ist auch ein Wort zum Donnerstag. Ja, wegen dem Cap. Ach, jetzt verstehe ich es langsam. Echt? Ich verstehe es nicht. Ja. Ja, ja. Anbieter. Ist ein Anbieter, ja. Telekom. Schönes Golfen am Abend. Gibt's doch nichts Schöneres. Ja, was machen andere Leute, die pinnen? Ja, Leute, wir machen doch wirklich. Man kann es sagen, wir sind doch für die Gesellschaft auch da, ne? Wenn man uns braucht. Der Tag war natürlich, natürlich. Und abends ist hier so ein Anker und dann gehst du halt golfen eine Runde, wie Rentner einen Kegeltrupp gehen. Übrigens neu, 0. Folge ist live. Bewertung hätten wir gerne. 5 Sterne, anderes wird gebannt. Ja, Bewertung könnt ihr aber gut mit Handy machen. Mit Handy. Wie hast du das eigentlich gemacht, Jonny, mit dem Einbinden von Amazon und all? Nee, wir sind berühmt mittlerweile. Die haben uns angefragt. Ja. Hat das alles über unsere Plattform gemacht? Ja. Das scheint echt, aber kann wirklich jeder Dulli einen Podcast machen? Ja. Krass. Das wird ja geprüft, weißt du, und abgelehnt. Ja, alles gut. Das, ich hab's halt echt nicht gedacht. Ich hab gedacht, Podcast ist was für uns, für den Geiste, aber das ist jetzt schon über 100. Ich gucke es live drauf. Kann ich euch nämlich sagen, wie viel das schon. Wir sind jetzt spoilern mal. Ja. Jetzt? Wie viele monatliche Hörer haben wir auch? Wir haben jetzt 157 Wiedergaben, ne? Ne. Ey, das ist schon krass für einen Podcast. Schon krass, ja. Du musst halt, das ist ja nicht wie Twitch, wo du schon. Ich wollte gerade sagen, du musst da halt auch mehr drücken. Bewusst, als, du musst bewusst hin und die Kacke drücken. Das finde ich irgendwie stimmt. Lieb. Was schlimm war, als ich einen Kunden hatte, dessen Nachname Fick war, wo ein Kollege aus der Kamera aus dem Lachen verkneift und ich fast implodiert bin. Geil. Wie heißt? Roxyline, geil. Ey, danke schön, ne? Hier beim kleinen abendlichen Golfen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Ja, ja. Der eine oder andere See wurde wieder abgetrennt, weißt du? So ist es. Also. Da geht bestimmt bald weiter. Der Stress. Aber vielen lieben Dank, ne? Aber wir machen auch nicht mehr lang. Wir machen noch eine abendliche Deep Talk Golfing. Weiß ich.
abgedankt. Ja, stimmt. Was habt ihr denn gemacht heute, wenn nichts ging? Was anderes gespielt? Weil wir wollten auch nicht mehr rein. Nee, dann da war dann auch, weißt du, es war eh ruhig irgendwie und dann auch kein Bock mehr irgendwie. Dreck. Ja, sowieso nichts mit Taxi mehr los, ne? Boah, ganz schlimm eigentlich, ne? Ja. Wobei, es kommt immer drauf an, aber... Dreck. Das war eine Scheiße. Ich vorbei, die Zeiten sind um. Kannst du ganz klar sagen. Och, jetzt habe ich zurückgesetzt, obwohl er drin wäre, ne? Ach. Nee, aber dafür blam ich letztens die Entführung. Statement. Welche? Du meinst... Unsere Entführung, die wir gemacht haben. Ja, das ist klar, dass ich dazu nichts sage, oder? Also, was willst du denn hören jetzt? Ja, wie du die Entführung fandst, sag mal. Gut. Gut. Ja, dann erzähl doch du lass mal. Mich. Nein, dann erzähl lass du jetzt auch. Nein, du erzählst jetzt mal. Warum soll ich denn daran erzählen, jetzt groß? Ja, aber was willst fand du denn? Toll, die Entführung. Ich auch. Kleiner Tritt. Boah, Gimbalex, du bist wieder nur am Führen hier, weißt du? Ja, komisch, eigentlich kann ich mich nie konzentrieren. Das ist ja auch nie wieder schlecht, ne? Ja, ist ja klar. Da ist die Konzentration weg. 0:35 Uhr und es ist wirklich. Die Synapsen glühen durch. Wir hatten auch viele schlimme Themen. Ne? Hm. Mal glatt einen Podcast draus machen. Wäre eine Idee. Ich hätte richtig aber Bock auf stimmt. So einen Podcast. Nee, aber jetzt ohne Kack, dass wir das überhaupt durchgezogen haben. Das ist Weltpremiere. Das hätte ich ja schon nicht gedacht. Dieser erste Schritt, aber ich hätte es halt auch nicht gedacht, dass wir das machen. Ne? Aber schön, dass jetzt auch jeder noch mehr Bock drauf hat, ne? Das ist echt gut. Ich glaube, am meisten Bock hat Joni drauf. Ja, ne? Das finde ich auch geil. Aber das ist ja wichtig. Ich freue mich auch. Es macht auch Spaß. Einfach scheiße labern. Du bist noch ein Star, Joni. Er ist es bereits. Sandkorn am Meer. Eine Scheiße, hab ich noch nie gehört. Jesus. Ach, schön, ey. Meich? Findet die Leute, die nach jedem Satz Meich? Nicht, sagen, ja. Meistens alte Leute. Ja. Nicht? Da kenne ich welche. Oh, ich mag das eigentlich, ne? Nee, das geht irgendwann auf den Sack. Ja, das stimmt. Da kann ich dir wirklich an der Stelle voller Imbrunst sagen. Ne? Nicht? Nee, nicht mal nicht. Nicht finde ich okay, aber die sagen so, Meich. Ja, ja. Ich also wenn die so richtig strecken, so als würden sie Marihuana strecken mit einer neuen. Scheiße. Was sagen die? Gurke. Eine Gurke. Hä? Was meinst du denn jetzt? Ich auch nicht. Ach. Hab ich also. Kleine Gurke. Das ist eine Scheiße, hab ich noch nie gehört. Nö. Warte. Was denn? Ach, kannst du auch gleich beenden. Was ist eure Meinung zu Gurke? Gurke, da habe ich Gurke gesagt. Das ist auch schon wie die Pest, außer diese im Glas da, die sauren. Okay, und ich finde beides ganz cool, aber muss auch nicht. Der sagt ja Gurke. Sag das nochmal. Gurke, noch? Nein, ich habe keine Gurke aus dem Boden gezogen. Sag das nochmal, bitte.
Ja, warum sag soll ich den anderen auf den Boden ziehen? Nochmal. Aber nicht nur einen kleinen. Nee, das stimmt. Ruhig. Ruhig. Ruhig, gell? Gell. Habe ich ganz viele Bekannte, die das wirklich sagen. Ja, gell. Es gibt aber eine Sache, die schlimmer ist als Gel. Ja, was denn? Und das ist Gelle. Oh, ja, das ist schon ganz schlimm. Ja, die Katastrophe auf Erden. Gelle? Ach komm. Gelle? Oh, es gibt viele schlimme Wörter. Also, Wörter, ne? Ja. Ja, freilich. Oh, das finde ich gut. Nee, das ist schön. Das, ja. Ist ja, das sagst du ja nicht so oft. Er wollte noch eine oder. Keine. Boah. Ich könnte noch so eine ganz kleine. Mit Schnee, mach aber. Dämmerung, das ist eine. Super. Guck mal, das passt doch super zum Abklingen. Kürten sagt nicht, dass du Gille sagst oder Gill. Oh. Dann wirst du hier leider. Dann bannen, ne? Ja. Da muss ich leider sagen, da haben wir keine Toleranz. Richtig. Alles trifft auf Köden zu, ja. Ja. Die Karte finde ich schon ziemlich geil. Gute Patina. Okay. Und weg. Ja, das sag ich ja auch ab und zu. Ja. Ja, nee, man kann die Leute auch. Ja nicht diskriminieren, die jetzt Gel sagen. Aber als Leute, die das nicht sprechen in ihrem Dialekt Stuttgart kommen. Das ist doch nicht nichts in Stuttgart, vor allem oder? Stuttgart West natürlich verbreitet. Was hast du immer mit Stuttgart West eigentlich? An einem Bahnhofsviertel. Stuttgart West. Das passt so gut einfach, ja. Gott. Natürlich mit dem größten Assi-Ort der Welt, Stuttgart West. Nee, also nein. Ich weiß nicht, Stuttgart, also das geht ja noch. Ich war da noch nicht, weil ich mag das, diese Fabelmärchen darüber zu kreieren. Einmal nach Stuttgart, wirklich. Stuttgart, aber Hauptbahnhof Stuttgart ist halt immer schlimm, aber so ein Hauptbahnhof ist auch überall schlimm, oder? Ich meine, kleine Stulle zu schmieren. Ja, stimmt. Also du, jetzt bist du wohl ganz anders. Ich weiß, aber ich muss jetzt ja alle Sachen mal testen. Ja, natürlich. Ja, falsch nicht. Schrippe ist wirklich so. Sagst du Schrippe? Nee, das geht ja nicht. Du? Nein, ich sag ja, das nur. Das ist mir schon klar, dass es ein Brötchen ist. Zu Brötchen sag ich Brötchen, zu Brot sag ich Brot. Keine Ahnung. Neu. Kleines Weckle. 25, die 25 steht für richtig. Grundstück. Sagt man das wirklich irgendwo? Was? Grundstück? Grundstück. Ja, natürlich sagt man das. Nein, wo denn? Grundstück? Und? Was? Ihr Grundstück. Rund mit R. Ach, Grundstück. Ein also, nein, also Grundstück, das ist... Sagt man im Norden. Das war Bozen. Nein, das sagt man im Norden. Ja, gerade... Eine Weckle, ja, stimmt. Ein Weckle, das sagt man doch bei Stuttgart. Ja, Weckle sagt man hier, ja. Ja, das ist ein schönes Weckle. Aber nur Stuttgart West. Wahrscheinlich, ja. Lebst du in Stuttgart West, Ost, Nord oder Süd? Das weiß ich gar nicht. Wie, du weißt das nicht? Hä, das juckt mich doch nicht. Du musst doch ungefähr wissen, ja, das weiß ich sogar. Süd. Oben in der Süd. Nee, wenn dann mehr Süd.
Rundstück. Boah, sehr frei. Wenn jetzt ein Bäcker, ich will nicht wissen, wie die dann angucken. Ich hätte gerne Rundstück. Was Kanten, ist Kanten? Doch, Kanten habe ich auch schon mal gehört. Ah, oder ja, okay. Fahren. Ah. Nee, ich auch. Es gibt auch Leute, die sagen zum Brot einfach Fladen. Ich hätte gerne Fladen. Okay, vielleicht habe ich mir das gerade aus dem Arsch gezogen. Das stimmt überhaupt nicht. Fladen. Nee, ich glaube, das gibt es bestimmt. Bestimmt jemand, der zu Brot Fladen sagt. Natürlich. Fladen. Ich glaube wirklich. Ende vom Brot ist eine Kneisie. Ach komm. Oder ein Sprachfehler. Wie hat mein Opa immer gesagt, das Ende vom Brot ist das Ende vom Brot. Ja, aber warum muss man alles Namen? Natürlich. Das Ende vom Brot geben, richtig. Gut, hast recht. Also. Rex. Ich sag den Brot mit B. Gut, da hast du was gesucht, also, aber dich wird's nicht aus. Das. Es werden dann schon die Shots gefeiert hier gegeneinander. Geistersemmel. Bitte? Daddy ist hoch. Was ist denn ein fucking Daddy-Spruch? Ja doch, das weiß ich schon, was es ist. Ja, es hat so... Hm. Okay. Okay, wie ist das letzte? Gesundheit. Gut. Stimmt. Staub in der Nase, weil du hast weil vielleicht Schnee in der Nase, ja, aber. Boah, ja, also, was waren diese? Hier im Bahnhof. Ach, da komme ich doch nicht. Kann sein, ja. Boah, und rein, ne? Boah, also wirklich. Um die Uhrzeit dieses Drecksthema noch anzuschneiden. Also. Ja, was soll da los sein, ne? Lami ist ja drin. Nee, der ist Millionär, hat er doch gesagt. Ja, er sagt das natürlich, ne? Und ich weiß es nicht. Ich kenne ihn ja persönlich nicht. Ich muss euch enttäuschen. Ich kenne ihn ja nur privat und da ist er wirklich eine ganz nette Person. Kann ich echt nichts Schlechtes über ihn sagen. Wisst ihr, was ich krass finde? Ne? Dann gibt es solche, ja, also gibt solche Leute und dann wird da alles aufgedeckt, aber es gibt trotzdem noch Leute, die den dann mögen auch, ne? Aber wie kann das möglich sein? Ich finde, deswegen hasst man ihn ja doch diese Betrügereien. Also hassen erstmal nicht, wenn, weil hasst, das tut mir auch ein bisschen leid. Ach. Du laberst komplette Scheiße. Also wirklich, das ist doch deine Entscheidung, ab wann du jemanden nicht magst. Richtig. Ja, bei dir vielleicht. So hast du auch mit dem Rauchen angefangen. Stimmt, guter Punkt. Das stimmt. Die Elite ist im Osten, das wissen alle Stuttgarter. Hm? Ostblock. Gibt's vielleicht in Berlin. Das ist ein bisschen gegen die Berliner Staatsoberhaupt, ne? Ey, das ist halt wirklich so dumm, ne? Ja, es also, ist mich doch nicht also, aber ich nicht spät jetzt mittlerweile. Check den Gigo mal einmal von oben bis unten ab. Hm.
Ich werde irgendwann mal euch bei so einem Interview sehen auch. Was für eins? Ja, so ein Tweet, wie ihr reagieren würdet, ob ihr sagen würdet, nee, ich gehe weiter, oder ich glaube, Lami würde sagen, komm, gucke ich mir die Leute mal an. Genau so. Ich wurde noch nie angequatscht so, bei sowas. Ja, Stuttgart steht in der... Nee, von Comedy kannst du auch nicht sprechen. Mann, jetzt wirklich. Dieses Bashing auch, ne? Welches Bashing jetzt schon? Ah. Was seid ihr jetzt aber? Das geht mir halt aber ganz gegen den Strich. Perle. Kannst du das überhaupt sagen? Hast du schon Deutschland. Ja. Was habt ihr für Wahrzeichen? Keine. Ja. Superklasse. Ich habe auch nie gesagt, dass ich Stuttgart selbst schön finde. Nein, ne? Wir haben doch nur gefragt, es muss doch Wahrzeichen haben, hä? Ja. Oder bist du von aus Offenbach? Ja. Stuttgart, ja, kann Stuttgart. Also quasi gebürtiger Stuttgart. Jatta, Stuttgart. Ich bin hier geboren, ja. Stuttgart Ultra, ganz klar. Fernsehturnier. Ja, Moga kennt sich mehr aus mit Stuttgart als Nein, Kula. Ja, aber da, das Thema hatten wir schon letztes Mal, dass du bist ja Fernsehturm, ist ja kein Wahrzeichen. Ja, ach. Ach. Du kommst aus Berlin, ne? Ursprünglich, ne? Ja, das ist besser, jetzt mal ehrlich. Naja, das hat Kultur wenigstens. Hat Geschichte. Ecken. Zentrum Stuttgart hat auch viel Geschichte. Dann mal los. Wenn man sich dafür interessiert, ich interessiere mich dafür nicht. Stuttgart West. Auch bei Stuttgart, Stuttgart, weißt du? Ja, aber wo sind die Wahrzeichen? Also ich google jetzt und du sagst mir, was du davon kennst. Ich kenn so viel. Ja, ist Virtual Reality. Halte ich ja nichts von VR. So, Stuttgart Wahrzeichen. Einmal bitte los. Die Top 10 Wahrzeichen. Mehr. Das Buch ist 2 Seiten dick. So, das Mercedes-Benz Museum. Ja, natürlich. Ey, wie geil, stimmt. Das ist schon was Geiles eigentlich. Natürlich, natürlich. Stimmt. Ach, das, ja, da hört die Seite schon auf. So, ja. Und ja, hier habe ich auch Brigitte sucht rüstigen Mann in der Nähe. Kann ich doch gleich mal zurückschreiben. Staatsgalerie. Keine Ahnung. Schlossplatz. Das steht als Wahrzeichen da drin? Schlossplatz. Mein Beileid. Das sieht auch wirklich auf den Bildern aus wie die größte Absteige. Mein Beileid. Aber gehen wir mal weiter in die Sightseeing-Ergebnisse. Fernsehturm. Ja, der Fernsehturm. Einmalig in Stuttgart ein Fernsehturm. Wow. Die Grabkapelle auf dem Württemberg. Kenne ich nicht. Ah doch, die kenne ich doch. Da wohnst du ja quasi. Dann ist haben wir noch Killesbergturm. Ja, ja, ist halt ein Turm, ne? Landesmuseum Württemberg. Kenne ich nicht. Königstraße. Das kann, also, ja. Mercedes-Benz Arena, wo die Rapper alle auftreten. Wie schön, ja. Stimmt, das ist ja echt ein Stuttgart. Dann kenne ich ja wirklich ein paar Sachen von Stuttgart, ne? Ja, ja. Ich habe gedacht, das ist so ein No-Name, sag ich mal. Ja, wie kann denn Stuttgart ein No-Name sein? Siedlung. Was? Kenne ich nicht. Feuerseeplatz, Schloss Solitude. Schloss Solitude. 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 Birkenkopf. Ja. Ich finde, das die Bilder sind eigentlich wirklich ästhetisch. Natürlich, was ist Stuttgart schön für solche Johanneskirche, ne? Teehaus, Stiftskirche, Bahnhofsturm. Ja, wenn der Bahnhof. Ja.
Für mich ist der Mediamarkt noch ausgewählt. Wie gut ist er bestückt? Haus der Geschichte Baden-Württemberg. Kenn ich nicht. Der Bismarckturm. Kenn ich. Waldfriedhof. Kenn ich nicht. Flughafen Stuttgart, Besucherterrasse. Besucherterrasse. Galatea-Rund. Theodor-Heuss-Haus. Und nicht zu vergessen die Universität vom Hohenheim. Pragfriedhof. Friedhof in Friedhofen. Wahrzeichen ist alles gut. Oppenlauf Friedhof. Denkpartner. Kenn ich alles nicht. Und jetzt kommen wirklich die No-Name-Sachen. Außer die Jubiläumssäule natürlich. Die ist noch. Kenn ich auch nicht. Eine. So Amoli, ach, danke für den Wait und grüß euch in unserem Deep Talk über Stuttgart, West. Ja, ja, also wirklich, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream in der Leitung gehabt. Ich hoffe, ihr habt euch so gefühlt. Super, ja! Ja. Ja, aber lang machen wir es auch nicht. Wir machen die Kacke jetzt vorbei. Nee, gleich eigentlich durch. Und dann gehen in Stuttgart die Lichter aus. Ja, die gehen niemals aus. Ne? Ja, wir golfen ja. eine kleine Runde, da kann man ruhig sagen. Lucky Five hat uns heute enttäuscht. Sowohl inhaltlich als auch charakterlich. Er hat deine Aussagen auch ganz gefährlich immer. Meinst du, der ist gebannt? Nimmt... Ah. Wäre schon witzig. Ja. Die schönste Stadt Deutschlands ist immer noch. Hm? Hm? Stuttgart. Nee. Das muss ich leider sagen. Nee, bestimmt nicht. Ja, das aber bestimmt auch nicht. Nee, ganz sicher nicht. Berlin auch nicht. Heidelberg kommt schon. Heidelberg, ich habe gehört, dass sowas wie Dresden schön ist. Ne? Ist das auch, ja. Und Hamburg fand ich schön. Ganz schöne Sache. Hanse Merkur. Unsere Lieblingsstadt. Lamin, in welchen deutschen Städten warst du überhaupt? Kannst du das spoilern? Ich glaube, du bist nicht gern auf Reisen, ne? Wieso? Ich bin gerne auf Reisen, aber ich gehe nicht auf Reisen, ja. Du willst dann wissen, ob du gerne auf Reisen gehst oder nicht auf Reisen gehst? Ja, als ob ich noch nie war, so, weißt du? Ja, aber wo hat es dich mal hingetrieben? Ich kann dir sagen, wo ich noch nicht war. Also, da muss ich auch viel aufzählen, warte mal. Niemals in mir. In diesen ganzen Großstädten war ich noch nie, ne? Berlin, Köln, Hamburg nicht. Aber Hamburg werde ich auch niemals sein. Warum nicht? Wo immer hinfahren. Fahr ich kurz mal hin, ne? Ja, was heißt, du musst mir mal einen Tag nehmen. Fährst du hin? Kurz. Hamburg. Ja, Berlin ist auch nicht, muss man mal. Ja. Köln, sag ich ganz ehrlich, aus erster Hand. Kann man, muss man aber nicht. Ich finde, Köln ist sehr hässlich, aber das macht den Charme der Stadt irgendwie aus. Ja gut, das musste bei vielen Städten. Der Kölner Städte Dom nicht. Und das war es dann auch. Ne? Eine Schönheit. Ja, Hamburg ist bestimmt schön. Na klar. Hamburg fand ich schön, muss ich echt sagen. Das ist auch die Leute nett. Reeperbahn, da fühle ich mich heimisch. Das glaube ich. Da gehe ich mal in die Ritze. So heißt das doch da, ne? Dieses Etablissement. Dieser Club, ja. Ja. Richtig. Ja, die Kölner sind sympathisch. Das finde ich auch. Das ist aber unfreundlich, wo sind sie unfreundlich? Eigentlich überall in Deutschland, ne? Die Leute. Ja, das ist schwierig. Da geht er den. Du hast doch recht. Das kann ich wirklich.
unterstützen. Ach, wo muss man? Wo muss man hin? Wo geht's denn hin? Ah, hier, klar, über die Strippe. Und runter. Dann ist schon mal Sommerrodelbahn gefahren. Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Lami das gemacht hat. Ja, warum nicht? Ja, weil du irgendwie nie was machst. Was das weiß ich ja gar nicht. Ja, weil du so. Nee, von Filme gucken nicht. Stell dir nicht. Ich habe gedacht, sowas probierst du halt dann nicht, so Sommerrodelbahn, ne? Warum nicht? Weil ich denke, weil du vielleicht kein Interesse hast. So Schnelligkeit, oh, Höhenangst und alles. Das stimmt auch, im Allgemeinen, ja. Aber habe ich trotzdem gemacht. Das ist auch eine gute These gewesen. Ja. Magie. Ich mag kein Ei. Du magst kein Ei? Nee. Aber also finde ich absolut pervers. Und ich... Ach komm, du dumm. Welches Magi-Emote? Ich weiß nicht, was du meinst. Es gibt kein Magi-Emote. Aber du kannst eins machen. Hä? Ach komm. Italiano. Ja, ich hatte Italienisch tatsächlich gelernt. Ich kann noch richtig gut. Ja. Das war eine gute Runde. Also nicht. Ja, aber dann bitte keine Stunde jetzt. Nee, ich habe jetzt schlechte Erfahrungen gemacht mit Perlen raussuchen. Bis jetzt, also wirklich, hatten wir nicht. Man muss ja auch selber gut finden, und man weiß halt bei das nicht, ob das plötzlich die rechtsextrem aus Stuttgart West sind, die dann plötzlich dann sind. Na. Darum reden wir zu Excel rüber. Du kannst auch zu Kubi reden. Ja, mach ich jetzt. Ah ja, stimmt. Oh. Ja. Das werde ich tun. Okay. Ja, dann machen wir noch kurz hier die Ende an. Wir danken euch natürlich vom ganzen Unterleib her. Vom ganzen Körper. War ein schönes Gespräch mit natürlich auch tiefen Schnitten in die Persönlichkeit, die wir ja so ist es. Was kann man noch sagen? Ja, Endwort für dich, Jonny. Ja. Oder herkommst, kannst du essen. Alles klar. Ja, Leute. Dann gehen wir rüber zu der Kobi. Bisschen auf der Nuss. Gute Nacht und schönen Tag morgen. Morgen der Tag wird nämlich anstrengend für uns alle. Kann ich euch schon mal sagen. Tschüss. Gehen wir rüber, ne? Gehen wir rüber. Ja. Vielen Dank für den Stream, weißt du? Wie ist es? Und euch auch. Ich weiß es nicht so, ich hab das einfach gesagt. Ne. Oder gute Nacht. Ein Tag ist das. Heiße Morgen. Bis dann. Und raus.